Hallo zusammen, willkommen zu KFA 9620, die 96. KFA-Folge. Heute gehe ich dann wieder auf die Fragen ein, die ihr so gestellt habt. Ich habe es noch ein bisschen aufgeholt, ich war ziemlich im Rückstand. Zumindest mal sind wir jetzt nicht mehr monatelang entfernt von den Fragen. Jetzt sind es nur noch wenige Wochen, ich glaube 3 Wochen oder so, also 2,5 Wochen. Ich hole auf, was heißt, wir sind demnächst wieder sehr aktuell, dass die Fragen sehr schnell und zeitnah gestellt werden. Nur wenn ich alle auf einmal jetzt packe, dann haben wir natürlich ein 5-Stunden-Video. Was wir gerade machen, es war ja von euch der Punkt, wann willst du überhaupt was drucken, wenn du eh nur auf Montage bist. Und da habe ich gerade gedacht, da kann ich euch ja zeigen, ich kann ja sonntags während der KFAs, kann der Drucker ja auch drucken. So, dann drucken wir mal wieder ein paar Adapterrähmchen. Gera-Adapter. Halt, das war schon ein Menü zu weit. Druck abbrechen. So, vorher RAM-Drucken von SD. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Drucker, falls da jemand Fragen dran hat. Da hält es jetzt auf. Ich tue ihn jetzt auch mal, ich habe jetzt ein Smart Socket Air dazwischen gesteckt. Ich tue jetzt mal aufzeichnen, was eigentlich so an Strom braucht, damit man auch so ein bisschen kalkulationsmäßig was frisst, das Ding an Strom in Relation zu den Druckteilen. Da würde ich das alles mal so ein bisschen beobachten, weil gewisse große Druckteile fressen ja schon ziemlich lang dann Strom. Zum Beispiel habe ich jetzt mal hier für mein Handy, das hatte ich auf Thingiverse gefunden, eine Katze als Handyhalter. Kann man hier so Handy draufstellen, fand ich ganz cool. Das habe ich mal gedruckt. Nur an sowas druckt der Drucker halt eben dann 9 Stunden an so einem Teil, oder 9,5. Aber gut, auch nachher unser Adapterrahmen wird relativ lange dauern, weil es kommt immer auf die Auflösung an. Wenn ich sehr fein drucke, wie hierbei, dann brauche ich nicht relativ lang. Drucke ich jetzt relativ grob, dann dauert es natürlich nicht so lang. Aber wir wollen ja saubere Qualität liefern. Jetzt haben wir so ein bisschen Versuche gemacht mit PLA-Druck. Das ist sehr, sehr einfach eigentlich. Nur ein bisschen üben mit dem Feineinstellen. PETG ist schon schwerer zu drucken, aber haben wir auch schon so die ersten Lösungen für gefunden. Aber wir tasten uns jetzt ran und werden demnächst dann auch mehr Produkte an Ideen im Shop haben. Und ich habe auch gestern im Hendrik, aber das kommt eigentlich eher was von morgen für die News, gestern im Hendrik noch lang gequatscht. Wir haben noch eine ganze Menge Ideen, was man noch Sachen, wo man natürlich auch externe Firmen braucht zum Produzieren, dass man eine ganze Menge noch Teile made in Germany hinkriegen. Und das kommt natürlich noch. Aber egal. Jetzt gehen wir auf die Fragen erstmal ein. Im Dort kann der gleich mal munter losdrucken und kann während der Zeit mir hier Videos drehen, keine Teile produzieren. Und zwar, was er jetzt druckt, für die, die jetzt gleich neugierig sind, was er im Hintergrund macht. Und zwar hier diese Adapterrähmchen hier, die haben wir ja neu. Das ist ja für den normalen Loxone Touch. Wenn ich den in ein Gera Standardprogramm reinmache, rutscht er nach hinten zu tief. Dafür ist der. Und im Gera E2-Programm ist es ja so, dass die Steckdose steht immer vor dem Rahmen etwas vor und der Taster wäre dann bündig drin. Einfach den Rahmen dahinter legen und dann hat man den gleichen Abstand wie die Steckdosen nach vorne raus. Die haben wir jetzt immer ja relativ neu im Shop drin und da wird auf jeden Fall noch viel, viel mehr kommen. So, jetzt kommen wir schon wieder zu den Fragen. So, was ist denn das für ein Zylinder unter der Badewanne? Das ging um das Smart, Großprojekt Smart Home in Leipzig, Installation EG vor dem Styroporbeton. Und zwar, da kommt die Badewanne hin, da gab es einmal den Abfluss und daneben war so ein Topf, wo er meint, der Zylinder, der daneben stand, meint hier der Mr. Ilofix. Das war ein Unterputzmischer für in den Boden rein, wo nachher die Standarmatur drauf kommt, wo oben mit den Händen dreht, das dreht man dann quasi unten in dieser Bodeneinheit drin. Davon war dieser Zylinder, ich denke mal, das sehen wir dann, wenn mal der Boden gefliest wird und sowas, da sehen wir noch viel, viel mehr davon und nachher. Dauert nur eben noch ein bisschen. So, dann schreibt der Onkel Peter. Und da sieht man das Ärgerliche am Job des Elektrikers, wochenlang Arbeit wegen Kabel verlegen, am Ende sieht man nur Licht, Schalter und Steckdosen. Ganz genau, das ist das Bittere am Elektriker. Es ist alles in der Wand, im Boden und sonst wo. Man sieht nichts davon, man sieht nur noch vereinzelte Sachen. Die ganze Mühe vorher sieht man nicht. Deshalb bin ich ganz froh im Bereich Smart Home, dass wir die Schränke bauen, wir haben mit den Glastüren. Man sieht noch was von der Technik, wo auch die Leute dann stolz drauf sind. Na, hat er wieder hier. Achso, die sind alten Faden verloren. Ja.
Und deshalb mit den Smart Homes, mit den Schränken, dass jetzt auch die Schränke beleuchtet sind, dass man das alles die Technik sieht, das macht mir auch richtig Spaß, dass man da auch was zeigen kann. Plus die ganzen Kunden präsentieren natürlich ganz gerne ihre Schränke. Ne? Das macht ja auch Spaß. Ne? Das ist das Schöne an den Smart Homes, die wir bauen, eben mit diesen Glastüren. Ne? Aber da gibt es ja massig Videos von. Für die jetzt neu dabei sind, gibt es ja Unmengen Videos, wie wir das da immer so bauen. Ne? Dann schreibt der Ingo Koller. Hashtag KFA. Hallo Markus. Ich habe mir eine Wetterstation 3 gekauft und möchte gerne ab einer gewissen Helligkeit bzw. Temperatur, dass meine Markise herausfährt und bei Wind einfährt. Welchen Baustein benötige ich bzw. wo stelle ich die Sollwerte Max, Windgeschwindigkeit oder Lux ein? Das heißt, da müssen wir auch mal in die Config gehen. So, dann machen wir mal eine Bildschirmaufzeichnung. Dann Screen Capture. Hallo Screen Capture. So, Play, Rekord, so. So, Bildschirmaufzeichnung starten. Blub. So, sind wir hier bei mir hier drin, hier im Smart Home Allround Bastler. Hier seht ihr hier den, wo ich eben gesagt habe, mit der Smart Socket Air. Können wir gerade mal hier drauf gucken, was er so aktuell braucht. Er, da oben sieht man es da, 89 Watt, was er gerade macht. Ne? Schwankt immer so ein bisschen. Klar, wenn er heizt, dann braucht er mehr. Ne? So, aber da geht es ja jetzt nicht drum. So, Live View stoppen. So, jetzt geht es drum um die Wetterstation. Ich habe jetzt hier noch keine, aber wenn man eine Wetterstation hat, geht man, so jetzt gehen wir mal hier nach hinten, Raumzentral. So, und dann tun wir jetzt mal, wir tun jetzt mal fiktiv dann eine einfügen hier. So, und zwar gehen wir hier auf, das war nochmal Roundbastler. Warum das hier rot ist, ich bin noch ein bisschen mit dem Raspberry Pi da ein bisschen was am Basteln, das heißt, und der Audio-Server ist außer Betrieb gerade. Weil man das ja jetzt das Video noch drehen muss, wie man das mit mehreren Zonen das im Schrank einbaut. Das Video kommt als nächstes dann auch noch nach dem Soundcheck-Video, wo einige schon drauf warten. Das kommt auch nicht im Laufe der Woche. So, und jetzt, was wollte ich jetzt? Ich wollte Airbase. Wo haben wir dann hier unsere Tree-Extension da? So, da tun wir jetzt erstmal ein Tree-Gerät einfügen, manuell. Und zwar eine Wetterstation 3 kann man mal einfügen. So, Bezeichnung Wetterstation Raum Außenbereich. Die gibt es von mir demnächst auch noch, aber jetzt gerade habe ich es noch nicht eingebaut. So, und zwar das Thema mit der Windwarnung. Das ist ein Schaltkontakt, eine Warnung. Ne? Windgeschwindigkeit. Da gibt es einen Eingang, und zwar wenn man einen Zentralbeschattungsbaustein nimmt, das wäre in dem Fall für eine Markise zum Beispiel, ne? Zentralbeschattung, da könnte ich jetzt zentral das machen, oder wenn das nur die Markise betrifft, können wir es auch an dem Baustein selbst machen. Aber jetzt können wir nämlich machen, und zwar, hier haben wir die Windgeschwindigkeit, die könnten wir jetzt nehmen, ne? Wollen wir aber nicht, weil das ist eher ein analoger Wert, sondern wir nehmen jetzt die Windwarnung, die wir hier haben, IBW, und bei der IBW, seht ihr hier, da kann man, das muss ich gucken, man kann das so irgendwo, nein, da nicht, sondern man geht auf die Wetterstation selbst und da stelle ich ein, die Windwarngeschwindigkeit, also bei 35 km/h würde dieser Ausgang hier, dieser Eingang hier würde 1, ne? Der Ausgang der Station, Entschuldigung, der Ausgang der Station. So, und dann kann ich am Beschattungsbaustein zentral, das muss ich selber gucken, App, gucken wir gerade mal hier rein, welcher es war. Sicherheitsabschaltung, Sicherheitsposition anfahren auf SP wie Sicherheitsabschaltung, würde man den Eingang drauflegen, Sicherheitsabschaltung, das heißt auf SP legt man den Eingang drauf und dann würde die Markise einfahren.
Ob die einfährt, ist abhängig davon, wenn wir jetzt mal einfach eine Markise mal hier zunehmen würden. F5, wie heißt er noch schnell? Intel, ne, wer ist er nochmal? Ach, ich bin gerade blöd, ich bin gerade Gedanken ganz woanders. Hopp, immer dieses Auto speichern. Das ist, was ich immer sage, Auto speichern ist wichtig, aber ab und zu schmeißt dann einen natürlich dann schon mal raus, ne? Das ist natürlich klar. Ne? So, und zwar heißt das nämlich Automatik-Jalousie. So, Automatik-Jalousie. So, die Pink muss einmal mal einen hier ein. So, bei der Automatik-Jalousie, und zwar wenn ich jetzt hier drin abhake, die Automatik-Jalousie, die wir jetzt gerade eben hier eingefügt haben, dann wirkt dieses hier auf den sich auch aus. Ne? Kann man auch bei dem separat machen, den Eingang SP ansteuern, wenn es nur die Markise betrifft, zum Beispiel mit der anderen Warngeschwindigkeit, und man, das kann man Unmengen sich frei programmieren. Das halt die sind voneinander abhängig dann, klar. Wenn es in Zentral die Windwarnung darauf geht, gilt das für alle, die drin abgehakt sind. Man könnte auch mehrere Zentralbeschattungsbausteine machen und sagt, was ich habe jetzt drei, vier Markisen, die hänge schon ein. Da habe ich die Warn, bei der Warngeschwindigkeit soll es auslösen und sage, bei dem Block mache ich dann so. Man kann natürlich auch sagen, weil wir hier haben wir den festen Wert, der von der Station kommt, wie ihr hier seht. Das ist ja der feste Wert, den ich hier einstelle. Den habe ich natürlich nur einmal. Ne? Wenn ich jetzt das sonst mal, würde ich das mit dem Schwellwertschalter machen. Dann ab welcher Schwelle der dann reagieren soll, wenn wir jetzt mehrere verschiedene Geschwindigkeiten hätten. Ne? So, das wäre der Teil. So, jetzt gucken wir gerade mal, wie war der Rest der Frage. Das war. So, ich möchte gerne ab einer gewissen Helligkeit bzw. Temperatur, dass die Markise herausfährt. Markise ist die Frage, ist eine Außenmarkise. Wenn das jetzt die Markise wäre, die heißt, die nennen wir jetzt auch mal Markise. Markise. So. Und zwar gibt es ja den Eingang, wann der beschatten soll, also wann die ausfährt. Ne? Das ist AS. Ne? So, das heißt, am Eingang AS, wenn am Eingang AS eine 1 kommt, dann geht es los mit der Beschattung. Ne? Das ist ganz wichtig. Und da kann man jetzt alles an den Eingang AS, könnte man jetzt alles dann davor hängen, um das auszulösen. Im Normalfall hängt davor ja der intelligente Raumregler, der die Raum überwacht. Man könnte sagen, intelligenter Raumregler könnte man natürlich auch für verwenden. Das heißt, man nimmt die Außentemperatur. Wenn die Temperatur über einen gewissen Wert geht, könnte man es damit auch regeln. Das wäre eigentlich so als Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht noch ein paar Ideen sonst noch habt, wie man das die Markise rausfahren lassen kann. Weil dann wird nämlich die Markise jetzt ausfahren, wenn es zu warm ist draußen. Kann man den Wert hier einstellen, wenn es zu warm ist. Und wenn die Sonne in dem Bereich steht, ne, das ist ja automatisiert, ne, wenn ich bei der, bei dem, wenn ich sage, EOF5 intelligente Raumregelung und sage, der Ausgang QS, ne, das ist der Ausgang für die Dauerbeschattung, ne, legt ihn auf AS drauf, ne, so, dann kann ich nämlich hier drin Sonnenschein verwenden abhaken, wie ihr hier seht, da, Sonnenschein verwenden. Und dann gibt es hier oben Sonnenschein, Schwelle Strahlung. Ich weiß, unter Wetter, ich habe jetzt mal einen Wetterserver. Ne? Wenn ich jetzt vom Wetterserver mir die Sonne nehme, ne? Der Wert passt eigentlich ganz gut. Da kann ich auch die Schwelle hier einstellen auf ab, weil ich hole mir immer den Wert von für die Sonne. Wo es um Helligkeit geht und sowas alles und Temperatur und sowas, hole ich mir vom Wettersurfer, weil wenn ich da die Geokoordinaten von meinem Standort, die ich ja hier einstelle, in Smart Home Allround Bastler, die Geokoordinaten hier, die hier einstelle, genau mit drei Stellen am Komma, dann ist das Ding sehr, sehr genau, also sehr, sehr genau. Der Wert eigentlich, weil das von den im umliegenden Wetterstationen wird das ja immer gemeldet und sowas, das passt eigentlich immer relativ gut. Und da bin ich nicht abhängig davon, weil klar, wenn die Sonne auf so eine Wetterstation drauf scheint, wird die natürlich heiß, weil die sitzt ja nicht im Schatten, die sitzt ja in der Sonne. Dass der Wert natürlich stark verfälscht. Entweder hat man draußen Außenfühler im Schatten, könnte man machen, oder man nimmt den Wert von der Wetterstation, von dem Wetterserver. Ne? So mache ich das eigentlich immer. Ne? Also das waren jetzt nochmal diese Grundsachen, so wie ich das programmieren würde. Vielleicht habt ihr noch ein paar mehr Ideen. Könnt ihr gerne reinbauen. So, wo stelle ich die Sollwerte bei maximal Mischwert oder Lux ein? Du kannst die Schwelle halt eben einstellen. Du kannst natürlich auch vom Dach den Wert Sonnenschein nehmen. Also von der Wetterstation den Wert, nicht den hier.
Und hier ist auch, ihr seht auch genauso, wenn ihr seht, natürlich oben, nehmen wir an, der Wert, genau, ganz kurz noch, der Wert hier Sonnenschein, ne, ist jetzt hier vom Wetterserver. Ne? Ich könnte auch sagen, Entschuldigung, von der Wetterstation. Ne? Das ist immer ganz abhängig, was mal eben, wie sind die Gegebenheiten, wo ist alles und so weiter. Das kann man sich da alles rausziehen. Also sehr, sehr variabel, finde ich auch sehr gut. So, jetzt tun wir den ganzen Spaß hier wieder löschen. Blub, blub. So, und jetzt vielleicht beim nächsten Speichern ist er wieder weg. Ne? So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie ist es mit den Lüftungs- und Staubsaugerrohren aus? Nach dem Füllen mit Beton geht ein rum und verteilt und begradigt es noch. Wie stellt man sicher, dass keine Rohre zerquetscht werden? Also da geht es darum, wo mit Styroporbeton das verfüllt wurde alles. Ne? Wie man das, also die Lüftungsrohren, die Rohre sind aus PVC, die sind eigentlich relativ stabil, klar mit Rohrgewalt zermatscht alles, aber da passiert gar nichts mit zerquetschen. Und zwar, das ist ja kein richtiger Beton, das ist Styroporbeton, das heißt, wenn ein richtiger Beton wird auch nichts passieren. Ne? Lüftungsrohre, ne? Das sind ja diese Schläuche, die sind auch sehr stabil, also, da haben wir die auch da im Rohbau gelegt, da kann man ja auch drüber laufen. Klar könnte ich ein bisschen oval treten, aber im Allgemeinen passiert nichts beim normalen Gewicht. Und der Styroporbeton ist natürlich auch ein ganz schönes Leichtgewicht, da passiert nichts. Da muss man also keinen Kopf haben, also keinen Kopf sich machen, dass das problematisch ist. Weil das Zeug ist sehr leicht, es hat Fließmittel, es umschließt alles direkt, dadurch ist natürlich alles sehr schön isoliert. Und es geht ja wesentlich schneller. Das war also das Thema Styroporbeton hatten wir schon ein paar Mal. Ich finde das echt eine geniale Lösung. Ne? Also da brauchen wir jetzt keinen Kopf zu machen, Eugen. Ne? Dann schreibt Ludi von Thesis. Irgendwie schon schade um die Leitungen. Sag mal, bist du auch Bauleiter da in Leipzig? Weil du schon erwähnt hattest, du hättest diesen Styroporbeton ausgesucht. Oder hört der Bauherr einfach so toll auf dich? Vielen Dank, war mal interessant zu sehen. Gruß, Ludi. Ja, das ist so ein bisschen gemischt. Und zwar eigentlich war es so. Dieses Haus war eigentlich als Bausatzhaus bestellt. Das heißt, der Hersteller stellt nur das Gerippe auf, macht die Fenster rein und so Sachen und Dach drauf und sowas. Aber es ging von Anfang an schon ein bisschen schief. Und der Bauleiter, der eigentlich von dieser Firma kommen sollte, den habe ich einmal auf dieser Baustelle gesehen. Das war da, wo ich den Luftboden am Bauen war, stand der mal auf der Bodenplatte und guckte mal. Sonst war dieser Mann nie da. Und ist dann noch abgerechnet worden. Gut, das Geld kriegt der Kunde ja wieder, weil der hat ja nichts gemacht. Und irgendwann haben wir dann gesagt, gut, ich übernehme dann einen Teil von, plus der Kunde übernimmt auch einen Teil von und so geht das so ein bisschen Hand in Hand, so jeder hat Ideen und dann reden wir so, was für Möglichkeiten gibt es, ne? Und dann mache ich Vorschläge, er macht Vorschläge und sowas, so, das trifft man, so trifft man sich dann praktisch so. Ne? Ja, sehr schade um die ganzen Leitungen, die da am Boden liegen, man sieht leider nicht mehr. Deshalb eigentlich müsste man es mit Epoxidharz glasklar ausgießen, dass man alles noch sieht. Ne? Aber das will natürlich keiner im Wohnzimmer haben. Ne? Oder müsste unterm Teppich so ein Stück machen, so aus Plexiglas. Das ist auch eine Möglichkeit. Ne? So, dann geht es um Kabelbahn Lüftungsverteiler montieren, auch in Leipzig. Und zwar schreibt der Marcel J. dazu. Wie werden die Schläuche denn gereinigt, wenn sich dort Staub und Dreck ansammelt mit der Zeit? Hatte ich schon online darauf geantwortet. In der Zuluft sitzt im Lüftungsgerätfilter. Und in jedem Abluftventil sitzen Filter, die von Zeit zu Zeit gereinigt werden müssen. Dreck sammelt sich überhaupt nur im ersten Meter Schlauch, so meine Erfahrung. Und zwar, ich habe ja schon alte Lüftungsanlagen auch demontiert, in normalen Wohnhäusern, wo zum Beispiel keine Filter in der Abluft drin waren. So im ersten Meter ist der Staub drin und danach ist eigentlich das Rohr relativ sauber, also ist kaum was drin. Und dann, da ist eigentlich wichtig, da gibt es auch Reinigungsgeräte für und sowas alles. Es gibt bei größeren Rohren sogar kleine Roboter, die da reinfahren, mit so rundum so Räder und sowas und bürsten das raus. Gibt es auch. Oder Staubsauger reinhalten, kann man es auch sauber kriegen. Das Rohr ist innen drin, das ist ja außen stark geriffelt, habt ihr gesehen, das blaue Rohr. Aber innen sehr glatt eigentlich. Das ist eigentlich kein großes Problem. Wichtig ist, dass man eigentlich wirklich in der Abluft, das sind so kleine, so wie so Hütchen sehen die aus, so Filter drin hat, die man halt immer regelmäßig reinigt, weil da bleibt der Dreck drin hängen und nicht im ganzen System, weil im ganzen System sauber machen kostet immer viel Geld. Deshalb immer schön die Filter regelmäßig entweder tauschen oder auspusten, auswaschen, je nachdem wie viel Dreck entsteht. Ne? Weil zum Beispiel ein Haus mal gemacht mit Lüftung
Und da sagt die Kundin nachher, sie muss viel, viel weniger saugen, weil alles in den Filtern hängt, was schön abgesaugt wird. So, dann fragt Max Mustermann, wie funktioniert das Smart Glass? Wo bestellt ihr das? Wie funktioniert Smart Glass? Da müsste ich mich noch tiefer noch mal einlesen ins Detail, wie das ist, wenn da Spannung drauf kommt, dass die Moleküle sich verändern. Jedenfalls, es gibt einmal, wo eine Folie auf eine Scheibe aufgeklebt wird, oder man hat zwei Scheiben, wo die Folie dazwischen geklebt ist, ähnlich wie beim Verbundglas, also beim VSG-Glas. Und im Normalfall, wenn kein Strom drauf ist, ist die Scheibe matt. Und wenn man Strom drauf gibt, dann wird es, oder Spannung drauf gibt, besser gesagt, dann wird es durchsichtig. Und zwar es ist Wechselspannung, keine Gleichspannung. Das hat irgendwie, ich weiß nicht, wo genau die chemischen Zusammenhänge sind, aber das ist so ein Thema, da müsste ich mir noch tiefer einlesen. Ich habe das mal gelesen, wie das genau funktioniert, aber ich kann es jetzt so wiedergeben, dass es wirklich echt ist. Ich könnte dir alles erzählen. Deshalb kannst du mal nachlesen, Smart Glass, wie das technisch funktioniert. Gibt es ja schon. Dann war die Frage, wo bestellt ihr das? Das ist jetzt derzeit noch etwas offen, weil das erste Angebot, was da war, das war extrem teuer. Ich glaube, eine Firma, die machen auch Fassaden damit und sowas alles aus Österreich. Aber es gibt jetzt noch, es soll jetzt wohl von der Kunde hat wohl jetzt noch so ein Glas an der Hand, der wollte das auch mal mit anbieten. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt, weil ich habe immer gesagt, Folie irgendwo draufkleben hat den Nachteil, wenn man mal gegenkratzt oder sowas, man kommt mal gerade gegen Folie kaputt, ne? Oder Kratzer drin, man sieht es. Ne? Die Folie gibt es schon sehr gut in klar. Ne? Auch ist eine Preisfrage. Es gibt bei den Folien dermaßen Unterschiede. Folien, die das Fenster schon extrem schon matt machen, bevor es überhaupt gegenüber früher. Aber es gibt schon sehr gute Folien, wo man sag mal, aus 100% Durchsichtigkeit 95 oder 90% macht, dass man es kaum sieht. Ne? Das ist das Wichtigste. Und wenn man jetzt da oben, wo man, da haben wir ja eine Glasscheibe und eine Tür. Und wenn ich jetzt eine Folie draufklebe, ist natürlich die Gefahr, dass sich am Rand beim Putzen oder sowas die Folie irgendwann aufflattert. Genauso die Tür, das muss ja schon VSG dann sein, dass die Folie innen drin ist, dass man es irgendwie nicht runterreibt. Aber mal gucken, der Kunde hat da jemand an der Hand. Bin ich jetzt mal gespannt. Was auch teuer ist, sind bei der Tür die Scharniere, wo die Kabel durchgehen. Ist auch etwas teurer, weil man soll ja nichts davon sehen. Ne? Mal gucken, ich bin mal gespannt, was da kommt. Wir haben ja überall da Kabel liegen, also man braucht keinen hohen Strom dafür. Es muss nur eine Wechselspannung sein. Das geht alles, glaube ich, im Milliampere-Bereich. Aber ich bin da mal gespannt. Genaue Details, die jetzt selbst verstanden, wenn wir es eingebaut haben. Ich freue mich auch schon drauf, weil ich habe selber sowas noch nicht eingebaut. Bisher nur in Videos und irgendwelche Dokumentationen gesehen, aber noch nicht selbst gebaut. Ne? Dann schreibt der Mischa F. Hey Markus. Gibt es bei den Verteilern keine Blenden oder ähnliches, um die Stränge schon einmal vorab grob einzudrosseln? Hashtag MSG, Grüße, Mischa. Da ging es auch um die Lüftungsverteiler in Leipzig. Ne, da ist jetzt nichts grob voreingedrosselt. Die normalen Deckenventile, die kann ich ja über das Schrauben einstellen. Das heißt, ich stelle das dann ein und dann halte ich mein Messgerät dran und gucke, wie das läuft. Das ist natürlich ein bisschen Fummelskram, weil bei so vielen Leitungen, das heißt, wenn ich den einen zudrehe und da hinten ist noch einer aufkommen, das heißt, wenn ich den weiter zudrehe, heißt, ich muss immer ein bisschen nachjustieren, dass ich nachher auf den errechneten Wert komme, dass das überall passt von der Berechnung her. Die habe ich mit diesem Helios-Auslegungstool da gemacht. Und da kann ich nichts vorab drosseln. Für diejenigen, die nicht wissen, was gemeint ist, und zwar der Mischa meint, es gibt Lüftungsanlagen, zum Beispiel Proxon und sowas, da habe ich so kleine Stellklappen schon direkt an den Lüftungsrohren dran, im Keller, wo ich dann das eindrosseln kann für die einzelnen Räume. Wenn du hier Wahnsinn, so mit kleinen Stellklappen, kann man bestimmt machen, da kann ich das im Keller alles einstellen, die Luftmenge. Eingestellt hier an den Absaugventilen kann ich es wunderbar einstellen. Bei den Zuluftventilen hier wird das etwas kritischer. Und zwar, normalerweise bei den normalen Türmen, wo es von unten so rauskommt, ich mache oben eine Blende drauf und sowas, dann kann man so Einsätze reinmachen, wo man das drosseln, werden wahrscheinlich hier auch machen müssen, weil diese Teile von Plug-It, die wir da eingebaut haben, da kann ich da auch nichts einstellen. Wenn diese Designerblende mal da ist,
müssen wir gucken, dass wir unten drunter irgendwo die Menge drosseln. Weil klar, die kürzeste Strecke wird natürlich dann am meisten Luft kriegen und die längste Strecke am wenigsten. Ist ja leider technisch so. Und deshalb wollen wir halt eben gucken, dass das muss sauber eingestellt sein, damit das auch im Haus sauber funktioniert mit der Luftumwälzung. Aber da zeige ich euch dann, wenn wir da soweit sind, wie wir das dann ausknobeln. Weil es gibt auch so Einsätze für Rohre, die ich da reinmache. Die haben so mehrere Dinge ineinander liegen. Das heißt, es sind so Löcher, so mit so Stopfen drin. Und da kann ich so einzelne Stopfen dann rausmachen, tue das da reinstecken. Und dann durch die Anzahl der Stopfen, die ich da reinstecke, da kann ich durch die Luftmenge dann verändern. Nachteil ist, da muss ich gucken, wo man es einbaut, damit das irgendwann pfeift. Das habe ich auch schon bei einigen Häusern gesehen, dass es dann anfängt zu pfeifen. So, und hier schreibt der Gogi. Markus, du bist der Bauleiter auf der Baustelle. Wenn ja, dann hat der Bauherr alles richtig gemacht. Er hat ja eben erzählt, wir teilen das so ein bisschen auf, gewerksmäßig auch so ein bisschen. Wir reden über alles mal und dann entscheidet, wer macht was und so. Ja. Aber schon mal danke für das Lob. Dann schreibt der Thomas Zerr. Hallo Markus, was für ein Staubsauger kommt hin? Hier in Leipzig auch. Jetzt muss ich überlegen, es war nicht Zyklowag, es war irgendwas mit Wag. Aber wenn wir ihn einbauen, zeige ich euch den dann. Weil da muss man euch gucken, bei der Größe im Staubsauger aufgrund der Rohrleitungslänge und der Menge, wie viele Anschlussdosen, was will man alles absaugen. Ne? Und man muss ja auch, da wir die Schläuche auch einsaugen wollen, muss ein gewisser Dunst dahinter sein. Aber das zeige ich euch, wenn wir da sind. Ich weiß den Namen aus dem Kopf gerade nicht mehr. Ich überlege gerade, wie heißt das mit irgendwas mit Wack? Crosswack, glaube ich, manchmal. Ja. Irgendwie, doch, ich meine, es wäre Crosswack gewesen. Gucken wir dann. Dann schreibt Illuminati 235. Hashtag AFA, was sind das für Bodenauslässe für die Lüftung? Sind die auch von Selvio? Ich konnte da nichts finden. Viele Grüße. Und da habe ich schon geantwortet, das Unterteil ist von Selvio und die Aufsätze sind von Plug-It. Passt sogar aufeinander, musste man nur mit Klebern abdichten. Und das war aber ganz cool dabei eigentlich, zum Glück. Und zwar, ich hatte erst die normalen Selvio-Gehäuse, wo oben so ein Gitter, gibt es so verschiedene mit so Schlitzen drin und so Zeug. Aber der Kunde wollte so ein Gitter haben, wo auch so mit Edelstahl ein bisschen ist und man so das Holz vom Parkett einlegen kann. Und dann hat sich ein Plug-It ausgesucht. So, und dann kommen die Teile, ich mache die auf, dachte ich, scheiße, da muss man ein Unterteil für bestellen. Ne? Und jetzt war es so, das Plug-It-Oberteil war schon schweineteuer, dieses Plastikding da. Und das Unterteil sollte noch mal irgendwo um die 100 Euro kosten. Da dachte ich, ach du Scheiße, ne? bis wir die mal da hatten. Und da habe ich gedacht, weißt du was, guckst du gerade, weil ich hatte die anderen Häuschen ja schon da. Und die passen, ich habe die oben am Rand immer auf die Höhe nur abgeflext, dass von der Höhe passt, einmal am Rand oben abgeflext, zack, drunter und mit dem grünen Klebern abgeklebt, weil das Unterteil von Selvio kostet, keine Ahnung, was kostet das Häuschen, 15 Euro vielleicht oder so, oder wenn überhaupt. Und klappt einwandfrei. Konnte ich Schläuche anschließen und passt, weil bei den Plug-It-Dingern hätte ich so ein Ovalrohr gebraucht und bevor ich dann noch einen Adapter kaufe und Oval auf rund oder baue ein oder trug ein in dem Fall, ne? Aber wäre viel zu teuer geworden. Und so war es die schnellste, einfachste Lösung. Aber damals hatten wir noch keinen Drucker. Aber da mit sowas wäre natürlich auch variabel dann. Ne? Dann schreibt Julian T. Einfach krass, wie du dich an alles dran traust. Du redest nicht nur einfach, Du redest nicht, du machst einfach und es sieht top aus. Bin selber Elektriker, aber das bewundere ich in jedem Video. Respekt. Dann habe ich schon vielen Dank online gesagt. Dann schreibt der Julian, @allroundbastler, nicht zu danken. Ich muss mich bedanken, was ich schon alles lernen konnte. Ja, ich lerne natürlich auch aus Videos viel. Auch von euren Kommentaren lerne ich viel. Wie zum Beispiel Styroporbeton, kannte ich vorher nicht. Ne? War ja mir empfohlen worden von euch. Deshalb top. Ne? Da ging es um den Pool bauen, da mit der Bodenplatte einschalen. Klar, ich habe schon einige Platten eingeschaltet und so Zeugs gemacht, deshalb kenne ich das. Aber bei mir ist so, wenn ich irgendwas Neues dran traue, zum Beispiel jetzt hier das Thema 3D-Druck, da müssen wir uns jetzt intensiv auseinandersetzen. Der Victor hat sich am Anfang schon damit ganz gut auseinandergesetzt, um dass wir das alles zum Laufen kriegen. Ne? Und da müssen wir uns auch noch viel weiter reinsteigern, weil jetzt geht es um Konstruktion und alles. Für eine ganze Menge neue Ideen, wie wir das alles machen. Aber kriegen wir irgendwie hin. Also man muss, ich gucke sehr viele Videos dazu, wenn mich ein Thema interessiert. Ich lese sehr viel dazu. Und gegebenenfalls auch schon mal eine Fachzeitschrift oder irgendwie, also hauptsächlich alles online. Wissen. Plus Leute fragen, die es öfters machen. Allerdings ist da das Risiko bei Leuten fragen immer, wenn man auf jemanden trifft, der wirklich Lust hat, sein Wissen weiterzugeben. Dann ist das genial, der erklärt es im Detail. Aber wenn dann irgend so ein Brummelsack kommt, was will der Elektriker wissen, wie was weiß ich was ist. Ne?
Nach dem Motto, ich nehme dem die Arbeit weg. Ist ja immer so, deshalb merkt man ja schon bei den Außenanlagen-Videos, die ich ja hier schon mal habe oder sowas, Unmengen Daumen runter und böse Kommentare. Zum Glück filtert YouTube viele, beleidigen die Kommentare automatisch schon mal raus. Alle haben Angst, ich nehme die Arbeit weg, wenn ich da einmal im Jahr oder alle 2 Jahre mal eine Außenanlage baue. Aber ist nun mal so, da scheint der Hass irgendwie größer zu sein. Im Elektro hält sich das zum Glück in Grenzen. Ich nehme auch niemand die Arbeit weg, wenn ich meine paar Projektchen, die ich da mache oder sowas, weil Kunden, die ihre Sachen selbst machen wollen, das ist meine Meinung, die machen die auch selbst. Die tun jetzt sagen, oh, Markus haben wir gesehen in den Videos, wir kriegen das alles selber hin. Das sind die Leute, die es auch ohne meine Videos selber gemacht hätten, nur vielleicht anders. Aber wer sagt hier, traue ich mir denn zu, lässt jemand kommen und der sagt dann, oh, Videos sieht aber einfach aus, mache ich selber. Deshalb, ich nehme mir in den Videos keine Arbeit weg, sondern für mich, der Kanal geht ja auch wieder um die Selberbauer, auch Leute, die neu bauen, dass die mal sehen, wie es auf der Baustelle aussieht. Das ist natürlich ganz wichtig. Ne? So, dann fragt der Hansi. Sieht gut aus, danke für das Video. Eine Frage habe ich. Was ist unter der schwarzen Plane? Dämmung, Sand, Schotter. Und darunter war ein Schotterbett 40 cm verdichtet. Ging es auch um den Pool. Und zwar, was wichtig ist beim Pool, wenn man irgendwo was ausbaggert, man muss natürlich baggern bis auf einen gewachsenen Grund. Das heißt, also wenn da nur Mutterboden ist, kann ich nicht ohne weiteres eine Bodenplatte draufsetzen, die sackt. Ne? Sondern einfach ausbaggern, bis da was Gewachsenes ist. Ne? Das heißt, gewachsener Boden heißt, der Boden liegt schon über Jahrhunderte oder Jahrzehnte da und der hat sich gesetzt. Ne? Dann heißt in dem Falle war hier, oben war noch ein bisschen Schicht drauf vom Baggern, wo die Dings ausgebaggert worden sind, die Bodenplatte. Und darunter war dann schon das Gewachsene, noch ein bisschen tiefer gebaggert. Und dann eben wichtig, unten drunter vernünftige Schotterschicht, richtig massiv, einen großen Rüttel, der Rüttelplatte abrütteln, dadurch da nichts mehr setzt und man eine vernünftig gerade Fläche hat, wo man drauf betoniert. Und die schwarze Folie ist deshalb dafür da, und zwar, ich habe das Video ja gesehen, wenn man betoniert, ne, ist ja Unmengen Wasser drin. Und wäre ja schlecht, wenn man dass den Beton drauflaufen lässt, das Wasser versickert unten, ist weg, ne, und der Zement bleibt zurück. Ne. Und der Schotter, dann hat man natürlich keine vernünftige Bodenplatte. Die Folie ist eigentlich dafür da, dass das Wasser halt unten drunter abhaut. Klar, die liegt nur übereinander, das war nicht schlimm. Das läuft ja halt in solchen Mengen dann irgendwo, haut das Wasser ab, sondern wenn ich unten durch was hätte zum Aufsaugen, würde durch den Boden das ganze Wasser einfach raussaugen aus dem Beton, auch im Laufe der Zeit. Und das wäre natürlich schlecht zum Aushärteprozess. Ne? Deshalb ist die Folie dazwischen. Und dann schreibt der Marcel, was war deine Ausbildung damals? Da hatte ich schon geschrieben, Elektroinstallateur habe ich gelernt. Schreibt der Marcel, Eddie Roundbuster, cool. Mache das auch als Ausbildung, bin im dritten Lehrjahr. Top, guter Beruf, kann ich schon sagen. Elektriker ist wirklich ein toller Beruf. Dann ist auch darum, wahrscheinlich gewundert, Pool, Bodenplatte bauen, betonieren, in dem Fall war betonieren. Was hat er eigentlich gelernt? Ne? Hat der Betonbauer gelernt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ihr seht ja aus den ganzen anderen Videos, dass ich mal Elektriker gelernt habe. Sonst würde ich eher im Hochbau irgendwo arbeiten oder so, also im Tiefbau. Wäre auch cool. Aber Elektriker schon ein Top-Beruf. Nur was bei mir immer ist, ich mag die Abwechslung. Immer mal was anderes machen. Also stumpf jeden Tag dasselbe ist nicht so meins. Also zum Beispiel Leute, die jetzt jeden Tag Patchfelder auflegen, danach würde ich wahrscheinlich Massenmörder werden. Das ist kein Job für mich, wenn ich sowas jeden Tag machen müsste. Deshalb, ich mag Abwechslung. Immer was anderes. Ja, ich hab ganz normal Elektroinstallateur, hieß das damals noch. Ne? Heute ist das ja ein bisschen moderner. Also habe ich Elektroinstallateur, habe ich ja gelernt. Habe parallel zur Ausbildung, das bot damals die Handwerkskammer in Koblenz an, Betriebsassistent, Fachrichtung Elektrotechnik. Das war während der Ausbildung jeden Samstag, musste ich nach Koblenz. Teilweise im Bus gefahren, teilweise mit einem Kollegen, der schon ein paar Stufen vor mir war, da habe ich dann mitgenommen und sowas. So ging das dann immer mit Samstags, bis man irgendwann mal selber fahren konnte. Und danach war ich dann 2 Jahre war ich dann nach der Ausbildung war ich dann bei einer Firma im Service. Das heißt also von einem Toaster bis hin zur Fertigungslinie. Das war alles mein Job. Service fahren, also Kundendienst. Das heißt, du hast am Tag manchmal 12 Kunden, manchmal hast du einen, kommt auch an, wie aufwendig es ist. Wasserversorgung, Kläranlagen, war alles dabei. Also war komplette Bandbreite. Da habe ich etwas über 2 Jahre war ich da. Und dann kam der Zivildienst. Das war damals noch so.
Ich bin also 93 aus der Schule gekommen, für die Fragen haben, wie alt ist der eigentlich, der sagt schon. Und da habe ich aus mir angefangen. Und danach, nach dem Zivildienst, da war erst die Überlegung, weil ich habe während des Zivildienstes, abends habe ich dann noch bei einer Spedition gearbeitet, in einem Kraftwerk gearbeitet und noch weiter Kundendienst gemacht, so immer abwechselnd, wie es gerade so passte. Und habe dann in der Spedition, weil mir das im LKW, das habe ich immer gejuckt, habe ich noch einen LKW-Führerschein gemacht. Und habe ich den abends da verdient, da wo ich da die ganzen LKWs repariert habe, in der Werkstatt und sowas. Und da im Kraftwerk gearbeitet habe, da war immer alles, alle möglichen Sachen zu tun. Und also was war ein Heizkraftwerk, das heißt ein Biomasse-Heizkraftwerk, wo dann, sag ich mal, da wurde aus Grünschnitt, aus Holzresten und sowas alles, wurde dann Dampf gewonnen und mit Dampf die Dampfmaschine angetrieben und hinten kamen dann 630 kW Strom raus. Ne? Oder 630 kVA, ne? Für die ganz Korrekten. Und das heißt, da war ich Elektrik gemacht und dann habe ich LKWs mal repariert und alles, was so anfiel halt. Ne? Egal. So, und dann war eigentlich so der Plan, kurz vor dem Ende, also Ende vom Zivildienst, ich mache bei der Firma Werkselektriker, wo das da bei der Spedition war, mit dem Kraftwerk. Und wenn da nichts zu tun ist, dann fahre ich eben dann deutschlandweit LKW. So war mal die Idee. Und danach, also so eine Woche oder 1,5 Wochen bevor Ende war vom Zivildienst, ne, sagten die hier, wir bauen doch hier in Rennerod eine Müllaufbereitungsanlage mit der Firma Herhaupt zusammen. Und wäre das was für dich? Pff, weiß ich nicht. Da fährst du mal nach Aslar, da gibt es so eine Anlage, guckst du erst mal an. Dann war ich dann da und hat mich ja schon, war ich fasziniert, sag ich mal. Laut, tausende Maschinen, die da am Laufen waren, alles voll Förderbänder, 20 Meter Schaltschrank, die da standen und alles Technik, 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 tausend Sensoren und sowas. Hat mich ja schon gereizt. Dann habe ich gesagt, weißt du was, das mache ich jetzt mal. Und da habe ich mich dann damals, danach direkt war ich dann in Aslar, 1,5 Monate. Und danach dann habe ich die Anlage in Rennerod mit aufgebaut, also bei der Montage noch mit und danach in Betriebnahme. Und dann war ich dann 1,5 Jahre noch, oder fast 2 Jahre war ich noch da. Ja, nur das war der Obby so, weil ich bin kein Typ für immer fest an einem Punkt sein mit wenig Abwechslung. Und um Abwechslung zu haben, habe ich dann angefangen, Sachen umzukonstruieren oder irgendwelche neuen Ideen zu haben oder noch Optimierung der Anlagen und sowas. Wie wäre es eigentlich, wenn man hier anstelle mit Ultraschall die Messung mit Laser machen will, ich dann genauer? Oder hier gibt es schon mal leichte Verstopfung im Band, hier muss ein Abwurf reingeschweißt werden und so. Das waren meine Ideen damals so. Naja, und dann, also parallel dazu, hatte ich dann schon mal mich selbstständig gemacht mit Mikroelektronik für Modelleisenbahnen, so Zeugs und Zubehör und Webseiten programmieren, habe ich auch damals schon mal gemacht. Und habe dann kurz zu überlegen, ich war damals im Februar, Mitte Februar war das, und zwar in 2002, war ich dann bei einem Bekannten, der so eine Ein-Mann-Betrieb war das, der machte so Elektronik-Platinen-Layouts, der hat für mich auch diese Layouts von den Platinen damals gemacht und der macht so Elektronikskram, sowas, ne? Und Schaltpläne und so Zeugs. War ich halt ihn besucht und der hat mir von seinen großen Träumen erzählt, was er alles noch vorhatte. Und 2 oder 3 Tage später ruft mich seine Frau an, er ist gerade eben gestorben. War 42, Herzinfarkt oder Herzschlag auf dem Geburtstag und war erstmal der Schock. Und da habe ich mich dann in der Woche drauf entschieden, ich übernehme die Bude, ich kündige bei der anderen Firma, wo ich da sehr gut Geld verdient habe eigentlich, weil ich war auch stellvertretender Betriebsleiter. Und habe ich selbstständig gemacht, ja, und so weiter. So war der Werdegang damals. Ja, und dann war ich damals selbstständig, habe auch einen Meister beschäftigt noch gehabt, wegen der Eintragung und so weiter, weil ich war ja noch kein Meister. So, und dann war dann hier, wo ich mich wieder neu selbstständig gemacht habe. Und dann kam ja in 2000, also ich war. Meine Geschichte, gut, die können schon endlos weiter erzählen. Andersrum, wenn man gerade groben Überriss, 2002 selbstständig gemacht, dann in 2009 waren es 23 Leute, danach knickt es wieder ein und dann in 2013 waren es wieder 16 Leute und Ende 2013 brach, dann, wir haben viel Photovoltaikanlagen gebaut, brach Photovoltaik komplett ein, da konnten wir alle entlassen, bis auf einen, auch, da war damals der Viktor auch, Viktor hat bei mir gelernt, für die es nicht wissen. Dann haben wir so weiter gewurschtelt, so immer so, aber es reicht nicht für so ein riesen Gebäude zu bezahlen. Und dann in 2017 kam dann die Insolvenzgeschichte und dann habe ich woanders bei einer anderen Firma 10 Monate gearbeitet, dann in 2018 wieder selbstständig gemacht. Sonst wollte ich ja die Eintragung wieder haben, Energieversorger und den ganzen Kram alles. Habe dann in 2018 den Dreischein gemacht,
Und durch die Anerkennung, Dreischein ist ganz wichtig, dann die ganze VDE-Ausrüstung, allem drum und dran. Und du musst 10 Jahre im Beruf gearbeitet haben, davon 4 Jahre in leitender Funktion. Und dann hast du dasselbe wie eine Meistererkennung. Anerkennung, so. Ne? Und so, das war so der grobe Werdegang so. Den kann man nicht noch ganz detailliert ausschmücken, den kann ich noch 3 Stunden erzählen. Aber so war dann mein beruflicher Werdegang. Ne? So grob. Ne? Klar, es gab immer ein paar Weiterbildungen, sowas gibt immer mal wieder, klar. Aber so war das. Ne? Und zu dem Thema Loxon beispielsweise, was wir am meisten hier machen, oder eigentlich fast alles, das habe ich in 2015 mit angefangen. Dann schreibt Andreas Nagel. Markus im Würgegriff der Betonpython. Hashtag KFA, ohne Rüttelstab. Geht das, da der Beton sehr dünn ist, oder hattest du einfach keinen zur Hand? Ich habe schon zugeschrieben. Der Beton hat eine Körner von 8 mm, sehr hohen Wasseranteil und als Zuschlagstoff Flugasche und mehr Zement, das sich selbst verdichtet. Und dieses Mal hat es genau gereicht, war schon am Schwitzen. Da hat Andreas zugeschrieben, die Oranbasser Flugasche, da gab es mal eine Doku bei Terra X, dass das die Römer bereits in ihren Beton reingetan haben, um damit eine höhere Festigkeit zu erreichen. Besser als der heutige Standardbeton. Der Pool scheint ja für die Ewigkeit gebaut zu werden. Bei der Betonbestellung hatte ich darauf geachtet, ich wollte halt eben einen Beton haben, der sich selber verdichtet. Das heißt, kleine Körnung, alle möglichen Zuschlagstoffe noch drin. Und möglichst ein WU-Beton, weil da weiß ich, beim WU-Beton ist der Zementanteil sehr hoch. Ne? Und dann ist ja beim Beton immer so das Wasser-Zement-Verhältnis, das ist ja wahnsinnig entscheidend für den Beton. Und natürlich durch den hohen Wasseranteil, natürlich auch ein viel höherer Zementanteil da drin. Und der Zuschlagstoff Flugasche war da drin, weil ich hatte überlegt, da kann man eben sehr hohe Qualitäten beim Beton hinkriegen mit Flugasche. Weil wir reden ja davon, wenn wir die Bodenplatte haben, dass das also nachher irgendwo 50, 55 Tonnen Wasser draufstehen. Da wollte ich ja kein Risiko eingehen. Klar, Unterbewehrung, Oberbewehrung, aber trotzdem vernünftigen Beton, der richtig gut stabil ist, den man sauber abziehen kann und der sich auch relativ gut nivelliert. Habt ihr gesehen, beim Betonieren ging ganz gut. Und beim Verfüllen der Wände muss er sehr dünn sein, weil er soll in alle Ritzen reinlaufen, ohne dass ich da irgendwo nachher Probleme kriege und Hohlräume habe. Das war das Wichtigste und habe ich das denen so am Telefon gesagt und haben mir den passenden Beton dazu gemischt. Aber die exakte Zusammensetzung, schätze mal, wenn die noch in Leipzig auf der Baustelle, könnte die eventuell noch liegen, dieses Protokoll von dem Mischwerk. Aber kann ich jetzt nicht genau sagen, wenn jetzt jemand genau wissen will, ob es jetzt C25 schräg ist, kann ich aus dem Kopf jetzt nicht sagen. Das weiß ich nicht mehr. Und klar, man sollte, wenn du eine Decke betonierst, schon mit einem Rüttelstab dazwischen halten, dass der Beton nicht irgendwo, dass irgendwo Luftblasen rauskommen. Aber da gab es auch Zuschlagstoffe, gibt es auch für, dass er wirklich selbst nivelliert und selbst verdichtet gibt. Aber Rüttelfleisch natürlich schon eine sinnvolle Geschichte, wird ja auch bei großen Projekten. Wenn ihr seht zum Beispiel, jemand guckt Videos von Stuttgart 21, da sieht man überall die Rüttelfleisch am Betonieren. Ist natürlich eine gute Geschichte, aber so einen habe ich natürlich nicht. Ne? Und da schreibt der Maximilian Zillner noch dazu, Betonpumpe zu kurz, ne? Mit dem Thema Schlauch. Ja, und zwar geht es auch um das Betonieren. Das Problem war, ich habe am Telefon gesagt, ich brauche eine Betonpumpe mit mindestens 30 Meter Schlauch. Und da ging ich von aus, weil er am Telefon sagte, ja, wir haben auch so Fahrzeuge, da ist der Arm nicht dran, sondern da ist einfach nur die große Trommel drauf. Ne? Oder genug Schläuchen. Ne? Ja. Dachte ich, gut, ist so. Ne? Und was war im Endeffekt das Problem? Da kam ein sehr älteres oder ein altes Beton, also eine Betonpumpe, und das heißt, wir mussten die ganzen Schläuche aneinander machen. Der Mann hat die klar, er sagte, er hatte noch nie alle dran gehabt. Jetzt in dem Fall waren mal alle Schläuche, die auf dem ganzen Auto waren, waren aneinander geklipst, um überhaupt so weit zu kommen. Mehr gab es nicht, also sind alle verbraucht gewesen. Aber es hat gerade so gereicht bis hinten hin. Aber kommen auch mit klar am Anfang mal, der Mann ist ja motzen, aber da haben wir ein paar Witzchen gemacht und haben uns nachher verstanden, haben uns noch Geschichten erzählt und das klappte. Am Bau ist das eben so, wie man reinruft, so kommt es wieder. Und ich versuche dann meistens so ein bisschen mit Humor schon mal aufzulockern. Gut, manche Leute haben keinen Humor, das Pech gehabt, aber man kann es auch, denke ich mal, da verstehen, weil man ist ja beide in derselben Situation, wir müssen arbeiten, ist halt so. So, dann schreibt der Björn. Was mich ja so als Elektriker interessiert, was kostet der ganze Spaß, wenn du das Projekt dem Bauherrn übergibst, circa? Machst tolle Arbeit und schau gerne deine Videos. Da ging das Projekt in Leipzig. Da kann ich dir
Also schon mal danke für die Videos gucken, ja. Leipzig kann ich dir noch keinen genauen Preis sagen, weil Leipzig ist so ein Projekt, das installieren wir nach Aufwand, machen wir eigentlich im Allgemeinen, weil sich alles immer wieder ändert mit neuen Ideen, Erweiterungen und sowas. Das Problem ist, wenn ich ein Angebot abgebe, baue ich ja normalerweise nach einem Angebot. Das Problem ist nur, wenn ich an einem Angebot arbeite und es kommen jeden Tag Änderungen, Erweiterungen, da bin ich nur am Änderungssachen schreiben, am Erweiterungsdinger nachschreiben, an Nachträge schreiben. Und wenn ich nach Aufwand baue, das sieht man direkt, er war, keine Ahnung, 3 oder 4 Tage hier, hat das und das gemacht, zack, hat die Rechnung und hat dann die echte Arbeitsleistung da drin stehen. Und man kann uns zugucken, man kann es über das Video hier sehen, was wird in der Zeit gearbeitet. Deshalb kann ich hier noch keinen genauen Preis sagen, aber ich sage, wenn das alles fertig ist, ist es auf jeden Fall sechsstellig. Logischerweise. Allein, wenn man die allein schon die ganzen Mengen an Kabeln zusammen addiert, plus die Zeit, plus, dass wir die Schränke dann bestücken, wenn alles drin ist. Aber das wird über Stück für Stück gemacht. Also wir malen alles auf einmal, so viel Geld haben die wenigsten Leute. Deshalb, es wird erstmal nur eine, bei der Erstinbetriebnahme nur gewisse Grundfunktionen. Es werden ein paar Stecklose in Betrieb sein und die Touch-Pure-Taster werden drin sein und vereinzelte Lampen werden gehen. Es wird Stück für Stück, die nächsten Jahre soll es immer weitergebaut werden, weil so viel Geld haben mal die wenigsten Leute. Klar gibt es so Leute auch, habe ich auch schon mit zu tun gehabt, wo das Geld überhaupt keine Rolle spielt. Theoretisch keine Rolle spielt, also wo es da wäre, sagen wir es so. Aber im Allgemeinen gibt es ja schon irgendwo im Hintergrund einen Budgetgedanken und hier wird das eben über Jahre ein bisschen aufgeteilt. Ne? Zu den Preisen nochmal, da fragen ja viele oft nach Preisen, was kostet so ein Smart Home. Ne? Man sagt ja, man kann mal immer so grob sagen, als grober Richtwert. Man rechnet, was kostet die normale Elektroinstallation? Nehmen wir an, eine normale Elektroinstallation im Haus würde kosten 15.000 bis 20.000 Euro. Ich rechne so mal 2,9 mal 3 ungefähr, das kostet ein vernünftiges Smart Home. So grob ein Daumen. Total unterschiedlich. Macht man viel selbst, wird es wesentlich günstiger. Die Zeit ist normal. Ihr seht ja selber, der Rohbau ist oft die Zeit, die Installation, wie zum Beispiel den Pin habt ihr gesehen, 1,5 Wochen Rohbau. Gut, mit Garage waren es nochmal 2 Wochen, wo ich allein da war, weil der Rohbau durchgeballert. Und danach, die Zeit ist wesentlich länger. Wenn man da ein kleines Treibs lötet, den Schaltschrank verdrahten, da noch ein bisschen Pooltechnik, da noch ein bisschen Heizungstechnik und sowas, das ist natürlich da wesentlich länger. Wenn ich an meine Ausbildung zurückdenke, im Rohbau, keine Ahnung, 5, 6 Tage ist ein Rohbau durchgezogen und nachher muss dann die Fertiginstallation, 3 Tage muss die fertig sein. Steckdosen rein, Lichtschalter rein. Lüsterklemmen drauf und das war's. Also ich komme aus der Zeit, wo Wago-Klemmen Luxus waren. Das heißt, mit Dolly-Klemmen, die Älteren kennen das ja. Ne? Abzweigdosen verdrahten, Lichtschalter-Klemmdosen, Abzweigdosen verdrahten. Irgendwann kam Schalter-Klemmdosen, musste alles dahinter verdrahten. Und Lüsterklemmen an den Leuchten. Das war eben früher so, weil damals kostet ein Schweinegeld, kosteten die Wagos. Und es gab im Auto eine Schublade, da gab es Achter Wagos. Und das war eine Heiligtumsschublade. Als Lehrling durfte die Schublade überhaupt nicht berühren. Ne? Da durfte nur der Geselle dran gehen, hat dann immer ein, zwei Stück gegeben, wenn es mehr als 7 Adern wurden. Also 7 Adern musst du schon sauber in so eine Dolly-Klemme reinkriegen. 6 geht noch, bei 7 muss man schon sehr sauber arbeiten, aber ging. Kein Problem. Aber jetzt ist natürlich bei der Fertiginstallation wesentlich länger dran. Kommt auch an, was alles für Wünsche drin sind. Wie viel Software ist drin im Haus, was muss alles gesteuert werden, ist auch so ein Thema. Ist nur Standard oder ein bisschen mehr, ist der Musikserver noch dabei, in dem Fall jetzt der neue Audioserver und. Also, das ist immer vom Thema Preis, ist immer ganz schwer zu sagen, wo läuft es nachher hinten raus hin, aber so als Richtpreis, sagen wir mal, so ein Häuschen wie ein Wetzlar, da ist mal eben dabei, irgendwo mit Beleuchtung anschließen und ein bisschen Schnickschnack so dabei, dabei ist kein Audioserver drin, da ist man irgendwo bei knapp 50.000 Euro so rum, mit Daumen jetzt so, kann auch 45 sein oder sowas, wenn ich sage, so ein Projekt wie in Bayern oder sowas, das ist natürlich dann auch, geht das in Richtung sechsstellig, so ein großes Projekt. Das kommt mir ganz darauf an, was alles reinkommt. Ist ja nicht so, dass es utopisch teuer wäre, nur kann man ja ganz einfach rechnen, wenn es einmal eine Stunde 50 Euro kostet, also grob mein Daumen, das heißt, ein Tag kostet mal 500 Euro, 10 Stunden, 500 Euro, ne? Mal 2 Mann, wenn 1.000 Euro am Tag kostet die Zeit, dann kann man ja, okay, wenn jemand 5 Tage die Woche da ist, ne, sind 5.000 Euro weg, also zu zweit,
So, und da kann man ja hochrechnen, was ja gerne Spaß kosten würde. Ne? Klar, 10 Stunden arbeitet man nicht jeden Tag. Gut, manche Stunden, Tage macht man mal 12, 14 Stunden, dafür macht man andere Tage dann mal nur 7 Stunden, das ist oder unterschiedlich. Aber wenn man Montage ist, macht man das meistens länger, weil soll man abends da rumlungern. Aber so, die Zeit ist ein teurer Faktor. Wenn man viel selber macht, kommt man natürlich auch günstiger weg, ist ja logisch. Ne? Und Material ist klar, wenn ich jetzt vieles Treibs haben will, kosten die natürlich einen Schwung. Habe ich jetzt nur einen. Ja. Gibt auch Häuser, wo nur ein, zwei Stripes sind. Oder hat jemand im Wohnzimmer eine Designer-Hängeleuchte hängen, die 100.000 Euro kostet? So Leute gibt es auch. Aber da ist eben der teure Spaß dann. Ne? Aber Thema Preise, Lohn kann man relativ einfach kalkulieren, habt ihr ja gesehen. Beim Material, klar, nimmt man die Loxonpreise, dann kann man die Schaltschränke. Und was man nicht vertun sollte, ist Kleinkram. Das heißt, was kostet ein Reinklemmen, was kostet dann das Böckchen dafür, was kostet die Endschiene da, der ganze Kleinkram läppert sich. Dann sagt man, ja komm, 200 Euro, so was klemmen oder sowas. Ne? Ja, aber die Schiene dazu, die ganzen Böckchen dazu, Verdrahtungsmaterial, alle Endhülsen und sowas, dann hat man ganz schnell mal ein paar hundert Euro mehr, was das kostet. Aber das, als Elektriker weißt du ja dann auch, was man alles braucht. Ne? Aber das sind so die groben Preise. Ne? Und deshalb, mir hat einer mal gesagt, wenn man irgendwo Angst bei der Baukalkulation einrechnet, nehmen wir an, jemand sagt, ich rechne mal 10% Angst ein, ich sage immer lieber 20% Angst einrechnen und trotzdem realistisch bleiben, weil ich habe genug erlebt in den ganzen Jahren, ich bin da genug am Bau, viele Jahre, dass die Leute oft denken, naja, ist ja noch genug Geld da, obwohl eigentlich die genau wissen, das ist ja alles nochmal kalkuliert von den Leuten, es wird überall mehr bestellt und dann gibt es nur ausgefallene Ideen. Ja, ich war mal Kunden, da kam ein Waschbecken, wurde angeliefert auf der Baustelle, das war 2015 oder 2016, war ich nicht mehr, 16 glaube ich, ein Waschbecken für 6.000 Euro, ein Waschbecken. Unser so Zeug, und dann löst alles aus und nachher bleiben dann oft die Firmen bei ihrer Schlussrechnung auf dem Teil vom Geld sitzen, weil der Kunde sich total verschätzt hat. Ne? Deshalb immer realistisch bleiben und ganz wichtig ist, wenn man baut, eine Excel-Tabelle machen, wo stehen wir aktuell. Ne? Es gibt mir ein paar Punkte, die oft vergessen werden an Baunebenkosten und sowas alles. Zum Beispiel, dass ein Vermesser nochmal kommen muss, der Geld kostet. Dass man einen Müllcontainer braucht. Dass ein Klohäuschen Geld kostet. Dass ein Baustromkasten an Miete kostet. Und der Strom auch Baustrom Geld kostet. Das sind also Punkte, die oft vergessen werden in der Grundkalkulation. Die auf jeden Fall immer nochmal genug Angstpuffer in der Kalkulation einrechnen. Lieber zu viel finanzieren und nachher sagen, ich reduziere meine Finanzierung, macht jede Bank mit, als nachfinanzieren. Ne? Und wichtig ist realistisch bleiben, nicht sagen, ich habe eigentlich ein Haus geplant für, keine Ahnung, ich will mit einer halben Million klarkommen, aber ich habe Ideen im Kopf, die ich gerne verwirklichen will, für 1,5 Millionen. So Fälle habe ich auch schon gehabt. Ich bin bei Kunden gewesen, das war in der Nähe von München. Die haben mir ihre Hausideen genannt, haben eine Skizze mir gezeigt, wie sie gerne bauen wollten, was würden dann die Elektrik kosten und so, alles möglichst durchgesprochen. Und die Ideen, die da waren, die wollten das Haus, sag mal, wir reden von irgendwo von 500, 600 Quadratmeter Wohnflächen. Ich glaube, waren fast 600 Quadratmeter Wohnfläche. Der Keller größer als das Haus, mit oben umlaufend Glas alles. Glasböden, die auffahren. Rollos, die unten aus dem Boden rauskommen. Und teilweise gar keine Rollos oder Raps, sondern auf einer gewissen Entfernung vom Haus, auf so einer Anhöhe, sollten oben so Gitter hin und her fahren, die Sonne verschatten und so. So Ideen. Dann eine Wellenreitanlage im Garten. Ne? Und allen Spaß, da sage ich, hier reichen keine 2 Millionen Euro, was ihr vorhabt. Nee, das würde ich nur sagen, weil in Bayern wird ohnehin die Preise immer höher gerechnet. Da sage ich, nee, in Bayern werden die Preise nicht höher gerechnet. Bei mir kostet das deutschlandweit egal, wie viel. Aber es wird da oft sich total verschätzt. Ich kann jetzt sagen, ich will 800.000 Euro ausgeben bei 600 Quadratmeter Wohnfläche mit einer Wellenreitanlage im Garten. Ich habe schon gesagt, allein die Wellenreitanlage, da brauchen wir eine Trabostation für die Pumpen. Ne? Das geht so. Ne? Ja, gut, ist nicht zum Aufschlag gekommen, aber zum Glück, glaube ich. Weil die Vorstellungen, die waren jenseits von Gut und Böse. Selbst das Dach oben sollte komplett auffahrbar sein über dem Schlafzimmer und in den Kinderzimmern, dass man den Sternenhimmel beobachten kann. Das geht halt mit 800.000 Euro. Aber so Sachen lernt man dann auch so im Leben, so alle möglichen Leute kennen, querbeet. Ne? Also die liebsten Kunden sind mir Kunden, die Handwerker sind, die selber wissen, weil das auf der Baustelle auch Sachen schief gehen oder das Chaos ist und sowas alles. Das ist immer was anderes als jemand,
der glaubt, auf der Baustelle geht es zu wie in einer Industrie-Serienfertigung mit exakten Taktabläufen. Das ist nur auf der Baustelle mal nicht so. Genauso kannst du auf der Baustelle auch nicht auf irgendwas verputzen oder Fliesen legen mit drei Stellen am Komma. Das ist nun mal auf der Baustelle nicht so. Und da muss man sagen, schiefgehen ist auch für viele Leute unverständlich oder Termine nicht so sind wie geplant. Oder, ja. Aber das muss man mitleben, ja. Ich sehe, der Drucker, die Teile habe ich gerade hier rausgemacht, die alle hier gedruckt waren, ne, die Rähmchen. Da kann man ja quasi nochmal starten, da haben wir wieder ein paar Rähmchen. Da kann der Mund im Hintergrund wieder mitdrucken. So. Dann schreibt PT81, Hashtag KFA, hallo, wie verbindet man den Sensor an Loxon? In der Doku, der Sensor steht, dass Pin 1 und Pin 4 den Strom versorgen, plus minus, aber welches Kabel geht dann zum Digitaleingang des Miniservers? Da ging es um den smarten Briefkasten Loxon. Wisst ihr was, ich hole gerade mal so einen Sensor. So, dann gehen wir mal auf ein bisschen Sensorik ein. Und zwar, das ist ein etwas größerer Kaliber hier. Das ist ein ganz dicker Onkel. Ne? Und die gibt es natürlich auch in ganz klein. Entscheidend ist immer der Schaltabstand. Ne? So, und hier hinten hat es einen Sensor. Der hat hier den Pins. Ne? Und dann gibt es dazu fertige Kabel. Zum Beispiel seht ihr hier, hier ist das Kabel direkt dran. Hier sind jetzt zum Beispiel direkt drei Adern drin. Das heißt, in dem Fall wäre bei dem hier, bei diesem kleinen Sensor, ist braun ist immer plus und blau ist immer minus. Und in dem Fall wäre der schwarze der geschaltete von diesem Sensor. So, jetzt gibt es natürlich auch, gut, hier sind Verlängerungskabel, ich habe gerade falsche geschnappt. Die Sensoren haben alle vier Pins, wo der Stecker dran kommt. Die macht mir drauf. So. So, und hier hat man im Allgemeinen jetzt ein Kabel dran. Was ein offenes Ende hat, jetzt ist es quasi Kupplung, können wir weitergehen. Braun ist ein Plus, Blau ist ein Minus und dann gibt es noch Schwarz und Weiß als Kabel, die da rauskommen. Da ist natürlich entscheidend, hat man einen Öffner oder einen Schließer oder beides oder Sonderfunktion. Weil, hoppla, plus minus mal draufgeben und einfach mal messen, was kommt an den anderen raus. Irgendwo muss ein Ausgang reinkommen, weil es gibt auch noch welche mit Teach-In-Eingang. Das heißt, Teach-In heißt, da kann man dem auch Sachen einlernen und so Sachen. Gibt es auch welche. Oder es gibt auch welche mit Analogausgängen, die Entfernungen messen und sowas. Also wir reden jetzt von dem preisgünstigsten Modell. Da kommt natürlich ein Schaltkontakt drin, meistens ein Öffner oder ein Schließer. Und dann gibt es ja immer ja, wie bei diesem Briefkasten, ist ja so, das war ein Schließer. Das heißt, wenn der Deckel zu ist, ist er ja belegt. Ne? Das heißt, er erkennt das Metall von dem Deckel, ist ja induktiv. Ne? Metall erkennt er. Und dann liegt er mit einer 1 an. Als zum Beispiel einen Deckel aufmache, wäre eine 0. Gibt es auch umgekehrt, dass ich einfach sage, das ist ein Öffner. Das heißt, wenn ich den Deckel aufmache, dann wird er erkannt. Kann man in allen Variationen kriegen. Und da muss man, kann man dann einfach am Ausgang messen. Kommt aus dem weißen Draht dann eine Spannung raus oder kommt aus dem schwarzen Draht eine Spannung raus? Das ist eigentlich so das Zeugs. Und ich muss halt eben den Eingang dann, wie bei mir da in Dings, wo ein Schließer war, muss ich den Eingang negieren, weil wenn der Deckel zu ist, habe ich ja eine 1. Ich möchte aber eine 1 haben, wenn der Deckel auf ist. Das heißt, ich negiere das. Können wir aber nochmal darauf eingehen, wenn ich da vor Ort bin, wie wir es da gelöst haben. Und da geht halt eben zum Kabel zum Miniserver, ging halt eben das weiße oder das schwarze, je nachdem, ob es ein Öffner oder Schließer ist, geht dann zum Miniserver. So, dann schreibt der Andreas Eichmann. Hallo, danke für eure Beiträge. Könnt ihr mal ein Video machen, wie man den Miniserver Gen 1 mit dem Miniserver Gen 2 tauscht, inklusive Umverdrahtung? Das Original von Loxon zeigt leider nur, was man in der Config machen muss. Besten Dank im Voraus. Können wir bestimmt mal machen, weil das kommt immer wieder mal vor, dass wir einen tauschen, wie das im Detail geht, Hardware und Software, diese Kombination. Da können wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Das mache ich dann, klar, gibt es natürlich ein Video von. So, dann ging es um das Video Wohnung bauen 63, Dusche und Badewanne automatisieren. Da waren ja auch viele positive, manche negative, also die waren sehr positive Resonanz mit so einem Touch-Display, das wirklich automatisieren. Hat auch Spaß gemacht.
und klappt auch richtig geil. Und zwar schreibt er Doc Brown, super Sache, sicher was Cooles, um zum Beispiel Musik in der Dusche zu steuern. Oder hat jemand eine bessere Idee? Dann schreibt er Robert Simon, Touch Surface unter der Fliese. Dann schreibt Emil ST, Sprachsteuerung. Und dann schreibt er Doc Brown, Robert Simon, daran habe ich auch schon gedacht. Die Fliesen sind ja sind schon dran. Dann schreibt er Robert Simon, hab den Touch unter Fliesen verbaut, klappt einwandfrei, hoffe nur, dass der nie kaputt geht. Ne? Ja, das ist immer der Knackpunkt dabei. Deshalb habe ich mich damals für ein Display entschieden, weil da bin ich komplett variabel, auch mit der Oberfläche und sowas alles. Aber ist schon cool, dass die ganzen Sachen umzuschalten, ob ich das die Handbrause will, ob ich das an der Decke den Wasserfall will oder die Massagedüsen oder nur das Panel. Ich kann die Temperatur bei das Display ändern, die Wassermenge kann ich ändern. Ist schon echt geil, da kann man so viele Sachen machen, da könnte ich auch dann mir der Statuswerte anzeigen lassen von anderen Sachen oder sowas. Oder wenn jemand klingelt, könnte ich das ja anzeigen lassen. Wäre alles möglich. Da war das echt geil, so ein Projekt mal zu machen mit so einem Display. Ne? Das Display haben wir im Shop drin, falls jemand da Fragen zu hat, ist ja von Phoenix Kontakten. Und letztlich, sagen wir mal, wir haben es ja über den IO-Broker, weil das Display ist im Prinzip, das ist ein Webserver drauf und da tue ich im Prinzip nur die Daten drauf und er visualisiert ihn. Dann schaut der Mr. Elofix, das nächste Video wird sicher lustig, Markus in der Badehose unter der Dusche. Ne? Geht um das Duschvideo? Ja, eher weniger, weil irgendwie das Thema Model ist an mir weit vorbeigezogen. ich bin jetzt so der Sehenswert unter der Dusche. Dann. Das ist, da kann man schon eher sagen, Körper auf zwei Pommes oder sowas. Aber ich sage immer lieber Knochengerabbel als Fettgeschwabbel. Ne? Deshalb, bei mir gibt es dann eher die Knochenvariante. So, dann schreibt der Klaus Gruber, Hashtag KFA, hallo Markus. Die Adapter wären auch interessant für das Gera System 55, da ist der Schalter ja etwas hineinversetzt. Liebe Grüße aus dem Kamptal, Hashtag MSG. Ja, da geht's halt, das war ganz praktisch, weil ich habe die Fragen vorhin übrigens die meisten nicht gelesen, ich habe die immer nur ausgeschnitten. Das stimmt, das Teil, was wir hier drucken, das ist gerade, wo der Klaus drüber redet, beim Gera System 55, also bei dem Gera Standard, bei dem einfachsten System, da haut der Schalter nämlich nach hinten drin ab. Und da passen die genau dahinter. Ne? Und der Baustelle in Bobenden, der Markus hat die auch überall eingebaut und er sagt, das passt optimal. Ne? Dann schreibt der Philipp Frankholz, super Idee mit dem Panel, aber mit der Taktung von 10 Sekunden dauert es ja mehrere Minuten, bis das Wasser eingestellt ist und das wäre ja voll die Verschwendung. Und da schreibt der, da geht es eher darum, dass ich keine Zirkulationsleitung habe und deshalb kommt erstmal kalt. Aber da der Stellmotor nur 90 Grad Stellwinkel hat, ist die Minttemperatur so bei ca. 32 Grad. Es geht dann bei den 10 Sekunden darum, dass die Regelung nicht zu stark überschwingt. Man kann locker nach 30 Sekunden duschen. Ich habe auf euer Anraten noch ein paar andere Werte probiert. Also ich bin jetzt gleich momentan bei 5 Sekunden, habe irgendeinen anderen Wert noch geändert. Also die Regelung klappt eigentlich sehr gut. Es tut also maximal vielleicht ein halbes Grad, vielleicht 0,6 Grad überschwingen. Er regelt relativ schnell zurück. Also der klappt der PED-Regler von Luxon eigentlich sehr gut. Das klappt eigentlich ganz gut. So, dann schreibt der Stefan G. Hallo Markus. Könntest du vielleicht mal was zum Thema Schutzklassen erklären? Die Zählerschränke sind ja generell in Schutzklasse 2 ausgeführt. Deine Verteilerschränke sind aber Schutzklasse 1. Wäre hier nicht eigentlich ein Berührungsschutz anzubringen? Abdeckungen bei den Schaltgeräten und Klemmen. Da war doch irgendwas mit Bedienung von Laien, wenn ich mich recht erinnere. Wie verhält sich das mit der Schutzklasse 1, mit Schutzklasse 1 Schränken in einem TT-Netz? Müsste man hier einen selektiven 300 mA RCD im Zählerschrank vorschalten beim TT-Netz? Vielen Dank, Gruß Stefan, Hashtag KFA. Also, ganz kompliziertes Thema wieder. Schutzklasse 1, also erstmal zur Erklärung. Schutzklasse 1 ist alles ist geerdet. Das heißt, die Montageplatte ist geerdet, alles was so der Schrank ist geerdet, die Türen sind geerdet, das ist Schutzklasse 1. Ne? Heißt alles mit Erdpotenzial verbunden. Bedeutet, wenn irgendwo ein aktiver Leiter, also eine Phase zum Beispiel, rutscht irgendwo aus der Klemme raus, fällt gegen die Montageplatte, buff, Kurzschluss, Sicherung raus. Ne? So. Ist eigentlich, ich habe mit einem Typ von der VDE mal gesprochen, eigentlich die beste Schutzklasse. Ne? Weil da ist auf jeden Fall ist es sicher, es fliegt irgendwo ein Überstromschutzorgan. Ne? So,
als die Jungle ist aus. So, bei Schutzklasse 2 Schränken sieht die Welt anders aus. Schutzklasse 2, da ist alles, sag ich mal, ist ein Gehäuse, was innen mit Plastik ausgekleidet ist. Mit Kunststoff, sorry. Und da sind jetzt die ganzen Metallrahmen drin. Die dürfen nicht geerdet werden. Der Schutzklasse 2. Wenn ich da ein, zum Beispiel jetzt hier so eine Erdungsklemme drauf mache, müsste ich das Gestell, müsste ich diese eine Schiene vom Gestell trennen, da gibt es einen passenden Adapter für. Wenn ich das mit Reihenklemmen arbeite, mit Erde dran, muss ich diese einzelne Schiene trennen. Das ist so. Und dann habe ich im Prinzip die Schutz. Der Schutz ist im Prinzip durch diese ganze Plastikskram drumherum. Das heißt, wenn innen eine Faser auf die Hutschiene fällt, bleibt die unter Spannung stehen. Da löst gar nichts aus, weil das nichts geerdet. Und der Schutz ist vorne die Abdeckung, dass niemand da dran raffen kann. Das heißt, wenn man jetzt so einen Deckel aufmacht, das ist als Elektriker, man geht ja nicht unbedingt von außen, da ist was unter Spannung. Normalerweise müsste man als Elektriker, eigentlich normalerweise Vorschriften, müsste ich erst, wenn ich so einen Schrank aufmache, eigentlich erstmal Dustpol messen, ist da Spannung auf so einer Schiene drauf, bevor ich da dann rumfummel. Geht man schon mal nie von aus, deshalb kann man auch schon mal eine gewaffelt kriegen. Das ist der Unterschied Schutzklasse 1, Schutzklasse 2. Was noch ein Sonderfall ist, wenn ich in der Schutzklasse 2 unterwegs bin und habe und bin irgendwo, das gilt eben bei Schutzklasse 1 auch, habe eine Schiene, wo ein PEN drauf ist. Das kennen viele vielleicht noch von früher. In älteren Schränken habe ich ja nur alles in vieradrig, als eine vieradrige Zuleitung, auf vieradrige Ableitungen, zu verschiedenen Unterverteilungen. Da muss dann diese Schiene, wo die Klemmen drauf sind, aus massiv Kupfer sein, die spezielle Hutschienen als Kupfer, aus Vollkupfer, weil die haben eine höhere Stromtragfähigkeit. Das heißt, weil über den PEN fließt hier auch der Strom zurück. Ne? Das ist ein Sonderfall, aber den haben wir jetzt im Normalfall nicht. Dann hast du hier geschrieben TT-Netz. Ne? Im TT-Netz ist es, also fangen wir erstmal an mit dem TN-Netz. Das TN-Netz ist das häufig verbreitetes Netz, was die meisten auch zu Hause haben. Im TN-Netz ist es so, Generator ist der Standpunkt geerdet und die drei Phasen kommen da raus. Und das heißt, ich führe ein PEN mit, das heißt also PE und N, also einmal der Mittelpunkt dieser, habe ich irgendwo mal in KFA, habe ich das auch mal eingeblendet, glaube ich, da hatte ich das mal irgendwo rausgesucht. Ich habe ja im Prinzip im Generator, habe ich ja die Wicklungen, die drei Stück, wie dieses Dreieck, die drei Phasen gehen ab, in der Mitte ist der Standpunkt, das ist der N vom Generator. Und den führe ich mit dem PE zusammen als PEN vom Generator zum Haus, in Hausanschlusskasten rein, kommen ja vier Adern. Ne? Und ab da muss ich ja schon auftrennen auf 5. Ne? Und muss die Erde, die Fundamenterde, den muss ich dann nochmal zusätzlich mit anschließen im Hausanschlusskasten, ist Vorschrift, die aus der Bodenplatte kommt. Und dann, danach trenne ich auf, dann habe ich das TNS-Netz. Ne? S wie separat. Ne? Habe ich alles schon getrennt. Beim TT-Netz ist es ein bisschen anders. Da ist der Generator ist zwar geerdet, aber es ist nur der Mittelpunkt vom Generator rausgezogen. Also der N geht nur bis zum Haus. Und im Haus habe ich keine Verbindung zwischen N und PE, sondern den PE von allen Sachen, Potentialausgleichsschiene, geht in die Erde. Das heißt, ich müsste eine sehr gute Erde haben. Und da das nicht immer der Fall ist, würde es viel zu lange dauern, wenn ein Sicherungsautomat auslöst, muss im TT-Netz ja alles über den FI abgesichert werden. Und in dem Fall auch, wenn, also schon recht, wenn ich einen Schrank, einen Schutzklasse 1 Schrank habe, muss ich den Schrank vorsichern mit einem RCD, also einem FI. Viele wundern sich, was RCD, was FI, ist dasselbe. FI war der alte Begriff, also FI ist das alte, RCD ist das neue, ist moderner. Ne? Das heißt ja mittlerweile Hauptpotentialausgleichsschiene oder Main Earthing Terminal, MET. Ne? Das ist alles ein bisschen moderner, neudeutsch quasi, geraffelt da. Und jedenfalls ganz normal PA-Schiene muss da eben dann besser als draufgeführt, muss geerdet sein. Das heißt, im TT-Netz muss man auf jeden Fall ein paar tiefere Erde in die Erde reinballern, um eine vernünftige Erde zu haben.
Aber trotzdem muss überall FI vor allem Kram vorsitzen. Ist da Vorschrift. So, das Thema dann mit dem Berührungsschutz und so weiter. Es gibt ja diese große Diskussion, die wir schon oft hier hatten. Darf ich überhaupt in einem Wohnhaus einen Schutzklasse-1-Schrank verbauen? Sollen wir den verbauen? Ja, darf man. Spricht überhaupt nichts gegen. Und zwar, es gibt in der VDE, oder ich glaube, ist es in der, ich glaube, es ist in der VDE oder ist es in der DIN, ich weiß aus dem Kopf nicht mehr, da steht drin, dass klar, also die Zählerschränke ist klar, das schreibt der Energieversorger vor, ein Zählerschrank muss in Schutzklasse 2 ausgeführt werden, das schreibt der Energieversorger vor. Aber so Unterverteilung im Haus, in der VDE steht nur drin, Kleinverteiler müssen Schutzklasse 2 haben. So, das bedeutet, Kleinverteiler, kennt ihr ja, diese Unterverteiler, 1 bis 4 Reihen, das ist ein Elektrokleinverteiler von der Wortbedeutung her und nicht ein kompletter großer Standschrank, das ist kein Kleinverteiler. Von daher spricht nichts dagegen, das in Schutzklasse 1 auszuführen. Thema Berührungsschutz ist ein Thema, ja, man könnte jetzt vor manches sagen, sag mal, das ist fingersicher ist das Ganze. Ne? Das heißt, ich kann mit Fingern nicht irgendwo reinraffen, weil alle Geräte heutzutage mit Sicherungen, die reinklemmen, da kann ich nirgendwo dran packen. Irgendwo eine Phasenbrühe oder sowas. Ne? Klar, wenn ich jetzt mit dem Finger, ich habe jetzt eine weiche, zarte Haut, ich habe jetzt etwas rauere Finger, da passiert das nicht, aber wenn ich eine ganz weiche Haut hätte und drücke mit Gewalt auf so eine Klemme drauf, dass mit einem Hauch von der Haut irgendwie dann an die Klemme kommt, klar, bei einem Automat passiert das nicht, aber zum Beispiel bei einer Relais-Extension, die Abgänge oder sowas, da könnte ich schon, wenn ich eine ganz zarte, weiche Haut hätte, da eingewaffelt kriegen. Ne? Kann man Abdeckung, könnte man da drüber machen, man könnte aus Plexiglaswölche da drüber machen. Ich sage immer, ich weise die Leute ein. Der Schrank ist verschlossen, das heißt, er ist erstmal nicht bedienbar von einer unbefugten Person. Das heißt, ich muss ihn aufschließen, ne? Muss einen Schlüssel holen, muss ihn aufschließen. Und dann erkläre ich den Leuten, dass das Gefahrenpotenzial, dass man eben da drin eben nicht unbedingt mit den Fingern mit grob rumraffelt. Ne? Das ist ja klar, ich sage, dann dürfte man auch keine Herdplatte produzieren, wo man die Flossen verbrennen kann. Die müssen dann auch abgekapselt sein, muss man so gesponnen. Aber ich weise die Leute ein und dann machen wir das so. Man kann natürlich eine Abdeckung darüber machen, wenn, dann natürlich eine Plexiglas-Abdeckung, weil ich bin generell dafür, eigentlich müsste alles aus Plexiglas sein, aber ist nur meine Vorschrift. Ne? Aber so zu dem Thema Schutzklassen. Könnte man nochmal irgendwann im Detail nochmal weiter ausführen, aber da haben wir ja noch genug Zeit, um ein paar KFAs draus zu machen. Dann gibt es nochmal das Badewanne-Duschprojekt. Das schreibt Daniel Lopez. Am besten benutzt man ölhaltige Baby-Feuchttücher, um Silikonfugen abzuziehen. Also den Abzieher damit eben einreiben und abziehen. Dann bekommt man auch super die Überreste an den Fliesen und den Händen ab. Muss man ausprobieren. Guter Tipp. Hat, glaube ich, habe ich auch mal gelesen. Das könnte man schon machen. Weil. Habt ihr gesehen, ich sehe immer aus nach der ersten Silikonnaht, wie andere Leute wahrscheinlich nach 3 Wochen Silikonnaht. Ich kleckere mich ja immer bei voll. Ich sag mal, lieber bin ich voll als die Wand oder irgendwie die Fuge muss genial aussehen, aber egal wie ich aussehe. So ist eigentlich meine Devise. Aber wäre schon ganz gut, dass man immer all die Finger voll hat und dann wochenlang hier pool, pool, pool. Aber also als Nebenbeschäftigung kann man schon ein bisschen die Finger abpoolen. So, dann schreibt der Herbert. Markus, können Sie mir sagen, wo Sie einige Dinge gekauft haben? Diese Hängeplatten, die Sie an die Rückseite des Spiegels geklebt haben. Der Spiegel selbst, die Möbelplatte mit weißen Kanten, der Berührungsschalter. Also, die Hängeplatten, die ich an die Rückseite des Spiegels geklebt habe, die gibt es ganz normal, kann man die kaufen im Baumarkt oder im Onlinehandel. Allerdings hier waren die beim Spiegel dabei, lose, zum selber draufkleben. Der Spiegel, den habe ich gekauft bei Spiegelshop. Oder MySpiegel ist selbe Spiegelshop in Kassel. Oder myspiegel.de ist, glaube ich, die Homepage. Ne? Und die Möbelplatte in den weißen Kanten habe ich auch da bestellt auf Maß. Da kann man auch so Möbelplatten kriegen. Und der Berührungsschalter war schon integriert in dem Spiegel. Ne? Was mir erledigt war, dass ich die Platte festgeschraubt habe, den Spiegel drangehängt habe und habe den innen drin umverdraht, ein bisschen umgebaut, dass der zum System Loxon passt. Aber den Rest habe ich wirklich so, weil die Spiegel gibt es so fertig, kann man konfigurieren. Beim Spiegelshop schaue ich das mal an fertigen, mal gucken, wie viel ist der Umbau, weil selber so ein Spiegel wird sehr teuer. Menschen mit dem Sensor, mit dem, es muss ja alles von hinten dann ausgelasert werden und damit gesandtstrahlt werden auf die Maße.
da wird das in Stückzahlen gefertigt, da komme ich schon an den Preis nicht dran. Der war nicht teuer, der Spiegel, ich meine 300 Euro oder sowas, irgendwo, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Mit allem Drum und Dran, mit dem ganzen Schlimm-Bimbis da. Ne? Dann schreibt der Philipp Frankholz: Sehr geile Arbeit, es gibt ja nichts, was du ihr nicht könnt. Hast du beim Kühlschrank an die Luftzirkulation oben und unten gedacht? Dann geht es um die, wo der Victor und ich die Küche bei mir oben angefangen haben aufzubauen. Die wird irgendwann auch mal weitergehen. Gerade habe ich die Zeit nicht dafür, um das Material noch gar nicht dafür bestellt. Ja, also es gibt auch Sachen, die ich nicht kann, habe ich schon gesagt, ich kann noch nicht kochen und so Sachen. Gibt auch, wie gesagt, irgendwelche handwerklichen Arbeiten, die ich nicht kann, die ich lernen müsste. Ja, gibt alles. Also ich bin jetzt so der Überflieger, deshalb. Ja. Aber schon mal danke fürs Lob. Hast du beim Kühlschrank die Luftzirkulation gedacht? Ja, habe ich. Und zwar unten die Platte unterhalb des Kühlschranks, die ist hinten, ich glaube, 6, 7 cm ist die kürzer. Weil ich wollte auch die Stecker unten nach unten werfen können. Da und oben ist auch der Luftspalt dahinter, dass hinten was durchzirkulieren kann. Das Glas, sonst wird es zu heiß hinten und der wird abschalten oder ich habe keine Kühlwirkung. Ne? Weil er muss ja die Wärme abtransportieren, für die, die es nicht wissen. Ich habe ja beim Kühlschrank, das ist ja eine umgekehrte Wärmepumpe im Prinzip. Ne? Das heißt, ich habe innen drin kalt, also habe ich hinten warm. Bei einer Wärmepumpe ist es ja so, ich habe ja dann. Wenn ich zum Beispiel eine Erdbohrung habe oder sowas, ich habe die Wärme im Haus und habe die Kälte im Loch unten. Das ist ja genau spiegelverkehrt rum. Außer wenn ich im Sommer Kühlbetrieb mache, ist es genauso wie im Kühlschrank. Kann ich die Erde unten anwärmen dann. Ne? Dann schreibt Rosa, Hashtag FDA, ich habe es hier aber heute beigepackt hier. Ich dachte, du kannst und magst nicht kochen, wozu dann Herd und Kochfeld? Das wäre doch ein zusätzlicher Cola-Kühlschrank wichtiger. Ne? Herd und Kochfeld und sowas alles. Ich muss ja irgendwann mal üben, weil das sieht ja immer so spannend aus, wenn die Fernsehköche da oder sowas. Oder wenn man anderen Leuten sieht, Mama kocht ja auch unwahrscheinlich gern und gut. Will man vielleicht auch mal irgendwann können und da kann man ja mal so ein bisschen was üben. Ne? Ich habe auch schon 3D-Drucker gesehen, die Essen drucken können, gibt es ja auch schon. Ne? Aber ich will ja das Kochen mal irgendwann mal hinkriegen, dass man selber was machen kann. Klar, die Scheiße nachher mit die ganze Sauermacherei. Ich träume immer davon, dass es Kochtöpfe oder so Sachen gibt, die man einfach nachher wie ein Gipsbecher so ausdrücken könnte, ne? Wie so Gummigipsbecher so ausdrücken, in den Schrank stellen, aber gibt es ja noch nicht so, ne? Wegen der Temperatur wahrscheinlich. Wenn ich einfacher als immer die ganze Wascherei da. Ne? Aber da kommt ja diese Mini-Spülmaschine erst noch da und dann werden wir das wohl irgendwie hinkriegen. Aber das dauert noch ein bisschen. Aber dann wäre mal der Plan. Hendrik will dann dieselben Zutaten kaufen wie ich. Also er sagt mir, was ich kaufen soll. Ne? Und er dann in Lippstadt kann er da wahrscheinlich, wenn seine Frau da gewiss erlaubt, da in der Küche da mal kochen bei sich da. Und da ist er wieder eine Kamera haben und ich habe eine Kamera. Vielleicht machen wir dann so Splitscreen, wie das auch mal heißt. Zwei Bildschirme nebeneinander. Das heißt, ihr könnt dann, lassen wir euch mal so einen Livestream machen. Beide kochen dasselbe. Ich als Laie, Hendrik kann kochen. Mal gucken, was man dabei rauskommt. War mal eine Idee, mal sowas mal machen. Aber dauert noch ein bisschen, bis die Küche mal so weit ist. Ne? Dann schreibt Tofi. Von welchem Hersteller ist die Duschkombi? Sieht mega aus und so in der Art mit den Einzeldüsen habe ich bis dato noch nicht gesehen. Habe ich geschrieben schon, das Panel ist von Hudson Reed, die Massagedüsen von Amazon und die Breitstrahldüse ist aus dem Gartenzubehör. Dann schreibt der Tofi, Etienne Roundbastler, merci, ich finde das echt klasse, habe schon lange was anderes gesucht, aber im Endeffekt sind in den Shops ja alle gleich oder eben unbezahlbar. Dann schreibt der Bo, Etienne Roundbastler, aus dem Gartenzubehör, da musst du erstmal drauf kommen. Ja, und zwar mit dem Duschpanel oben, klar, da gab es auch Kritikpunkte, weil das würde natürlich brutal aussehen mit dem Zahnrad und sowas alles oben und sowas, hätte man schlichter bauen können, klar. Aber haben wir die Idee mal, Victor hat die Idee gehabt mit dem Zahnrad, da ich komm, weißt du was, machen wir so und muss ich ja nur mit leben. Ja, wenn ich das vorher die Idee gehabt hätte mit den ganzen Magnetventilen oben drin und sowas, also die Idee kam ja erst bei dem Panel, weil ich habe mir dieses preisgünstige Panel gekauft von Hudson Reed, diese Regendusche. Weil die kosten ja auch sonst ein Schweinegeld, um die Dinger sonst zu kaufen von den Markenherstellern. Und dann habe ich überlegt, was können wir da oben noch reinmachen? Da ist so ein Wasserfall, das habe ich schon mal gesehen bei Leuten, das kostet auch richtig Geld. Was können wir das machen? Da habe ich dann geguckt, an der Breitstrahldüse, Düse breit, überall rumgegoogelt, und habe ich so ein Ding gefunden für einen Gartenschlauch.
aus Metall, also im Gartenbereich. Das war so, aus Messing ist das, glaube ich. Und da weiß ich, was, das nehmen wir und da bauen wir was draußen. Und das klappt auch ganz gut. Wie schon ein brutaler Strahl, der dann runtergeballert kommt. Ne? So ein breiter. Und die Massagedüsen, klar, die hätten wir ein bisschen anders noch bauen können, weil ich habe, klar, wenn ich ja vorher dann gedacht hätte, ich wäre stehen bei der Wand runter so ein Panel noch bauen können, wo die alle einzeln eingebaut sind, klar, wäre schon geil. Aber ich habe gedacht, was baust du oben hin? Und ich werde noch ein klein bisschen noch schwenken, weil ja, da gibt es irgendwo einen Kommentar auch zu, ich weiß nicht, war das der nächste Kommentar, ne? Dass die ja mehr Seilschirme vorbeigehen, klar, die sind jetzt hier irgendwo, so treffen die auf, aber klar, wenn die weiter dreht, würden die mehr in die Mitte, aber da ist schon ein bisschen Dunst drauf, weil es nur zwei Stück sind. Bei 100% Wassermenge klappt echt gut, also ich bin da echt glücklich mit. Ja, Bo, das stimmt, mit dem Gartenzubehör, das war eigentlich Zufall. Ich habe mal gegoogelt, wie kann man es machen, weil ich selber kann ja schlecht so eine Düse mal irgendwo. Ich habe erst überlegt, was könnte man nehmen, kann man da irgendwie ein Rohr vorne platt kloppen oder sowas, aber wie kriege ich dann hinten den Anschluss dran? Es muss ja was Breites sein, ich kann ja schlecht so ein großes Kupferrohr irgendwo zum Löten. Und da weiß ich, da kommt, probieren wir das billige Ding mal aus, 9,95 € glaube ich, oder so kostet die Düse, und klappt. Ne? Dann, warte mal, was war das nächste hier? War das das nächste schon? Dann schreibt Andreas Nagel. Zu solchen Regenduschen sagte mein Sanimann, dass man es frühzeitig einplanen muss. Durch die Pedals läuft eine Menge Wasser durch, teilweise 1 Zoll bis 1,5 Zoll Anschlüsse. Hashtag KFA, ich hatte mal eine Frage zu dem Video mit Zisterne. Das war doch noch in deinen letzten KFA-Videos und wurde noch nicht besprochen. Meine Frage ging um die Trinkwassernachspeisung in die Zisterne. Würde mich freuen, noch etwas darüber zu erfahren. Hashtag MSG, Hashtag BSG Andi. Die gleiche Frage aus dem Kopf jetzt gerade nicht, aber machen wir gleich. Dann schreibt der Hansi dazu: Wie bitte DN25 bis DN40 in einer Regendusche? Schon DN25 ist im normalen Einfamilienhaus bei 5 Bar im Keller viel zu groß. Da musst du 50 Liter pro Minute durchschieben, um die Leitungskapazität zu nutzen. Das schafft kein normaler Abfluss. Ne? Und ein 200 Liter Wärmepumpenspeicher ist nach 5 Minuten komplett leer. Gängige Regenduschen Hans Grohe und Grohe brauchen heute um die 15 Liter pro Minute bei 3 Bar. Da reicht in den meisten Fällen bei einer Einzelleitung von DN15 bis DN20 aus. Wenn Kalt- und Warmwasser zu gleichen Teilen gemischt werden, dann reicht immer DN15. Meistens hier geht es wirklich darum, um welche Dimensionen. Ich habe aber auch schon erstaunt, dass manche Leute, ich habe es auch schon mal gesehen beim Kunden, da der Heizungsbauer dem wirklich 22er Rohr gelegt für Kaltwasser und 22 für Warmwasser. Sag ich mal, welche Menge sollen da oben rauskommen? Das muss ja irgendwann unten, brauchst du ja unten, da reicht kein 50er Abfluss mehr für diese, um eine Menge hinzukriegen. Plus, wie schnell ist der Speicher leer, wie der Hansi schon schreibt. Also, ich sag mal, die heutigen Regenduschen, die sind eigentlich so gebaut, die Düsen sind so fein eigentlich gebaut, dass wirklich ein 15er Kupferrohr reicht. Ne? Und bei mir ist ja oben, da kommt richtig genug, also dicke, dicke genug Wasser raus, das ist richtig, also Leistung dahinter, obwohl ich nur ein und dieselbe Leitung habe, die da hochkommt für kalt und warm. Also da brauchen wir eigentlich heute keinen Kopf mehr zu machen. Also wenn du wirklich 1,5 Zoll Anschlüsse, wie der Andreas hier oben schreibt, 1,5 Zoll, das ist so ein Kaliber, das ist ja eher schon ein Industrieanschluss. Das Wasser muss ja irgendwo herkommen, weil es muss ja kann nur so viel da oben rauskommen, wie er unten nachkommt. Ne? Außer man hat eine Druckerhöhungsanlage und draußen einen Löschteich zum Nachspeisen oder sowas. Aber da kommt ja meistens im Haus nie so viel an. Ne? Aber egal. So, dann Video mit Zisterne. Trinkwassernachspeisung. Ich weiß nicht, worum es ging, aber ich kann die ganz grob mal erklären. Ich habe ja in Wetzlar, in dem Video habe ich ja eine Trinkwassernachspeisung gebaut. Da haben wir ja in das Trinkwasser einen Magnetventil reingemacht und da hängt ein Schlauch oben in der Zisterne drin, so dass das Wasser nicht berührt, das Wasser freier Zulauf wegen der Kontamination. Habe ich schon mal ein bisschen, im letzten KFA, also vorletzten, habe ich schon mal ein bisschen erklärt. Darf niemals kontaminiert werden, genauso mit dem Poolwasser ist das identisch, also freier Zulauf. Und das heißt, ich habe das so gelöst: Magnetventil. 32 Volt ist das ja da, was dann im Prinzip von Belloxon angesteuert wird. Ich messe ja den Füllstand über den Ultraschallsensor. Und wenn jetzt zum Beispiel jetzt der Füllstand sinkt,
dann wird irgendwann nachgefüllt, weil das ist eine 6000 Liter Zisterne zum Beispiel da. Dann haben wir gesagt, dass wir immer, ich glaube 1000 oder 1500 Liter wollten wir immer drin haben, dass es immer reicht für die Bewässerung draußen. Das heißt, sobald Wasser entnommen wird, immer weiter runter und irgendwann fällt es unter den Wert, wird automatisch dann nachgespeist. Ne? Klappt eigentlich ganz gut, bin ich auch zufrieden. Aber wenn du noch weiter nochmal eine Frage hast, kannst du gerne darüber nochmal was schreiben, falls ich es überlesen habe oder noch gar nicht erwähnt habe. Ne? Dann schreibt der Lampi99X. Bei mir blinken die Drehgeräte nicht in der Reihenfolge wie im Video. Woran liegt's? Müsste ich die Sicherung rausmachen und mal wieder an? Ja, mit dem Dreh, also und zwar, man muss ja, habe ich ja gesagt, die Drehgeräte einlernen und den ganzen Kram. Und wenn ich die Extensions einlerne, ich muss ja sagen, welche Reihe. Also erstmal ist entscheidend, welcher Ort, zum Beispiel Schaltschrank. Und dann sagen wir Reihe 1, Gerät 1, Gerät 2, bei jedem Gerät angeben. Dann soll die Reihenfolge stimmen. Aber, sag ich so, aber, normalerweise. Manchmal kommt das Ding durcheinander, ich weiß nicht warum. Ich war schon bei Kunden, da läuft das ein Jahr sauber durch. Bei mir hier auch schon mal. Irgendwann hängt es mal auf. Wenn ich dann die Miniserver neu starte, dann läuft es wieder. Warum das so ist, bin kein Software-Onkel. Warum das schon mal sich irgendwann mal aufhängt und kreuz und quer blinkt, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht weiß das einer von euch. Ne? Dann schreibt der Tofi, sehr geil, aber das hatten wir im letzten Video ja schon. Was ich anders machen würde, wäre die Düse für den Wasserfall. Die könnte etwas breiter sein. Könnte man mit der CNC-Fräse, wenn es gescheit in den Shops gibt. Ja, ich habe nun mal keine CNC-Fräse, aber da könnte man bestimmt irgend aus einem Alublock oder sowas, da könnte man gewiss was schön Breites irgendwie rausfräsen. Aber dann reden wir schon von etwas größerem Aufwand, weil man muss ja gefräst, muss ja dicht sein, ich muss hinten, sage ich mal, 0,5 Zoll Anschluss rein und sowas. Mit einem CNC-Vollautomat mit mehreren Achsen geht das bestimmt, klar. Nur muss man dann, oder man muss eben ein paar Mal umspannen. Aber das Thema, da kann man bestimmt halt einiges machen. Obwohl, ich überlege gerade, wenn man natürlich erst auf der einen Seite vorne die Düse reinmacht, würde das Teil dann einmal drehen und würde dann innen den kompletten Block raus, dann geht ja auch nicht. Obwohl, ich könnte dann hinten eine Platte drauf machen mit einer Dichtung, wo dann der Anschluss drin wäre oder so, weil ich kann ja, wenn ich es rausnehme, ist ja undicht. Ne? Gibt es bestimmt ein paar Ideen, nur ich habe nur kein CNC-Fräsen. Und ich wollte es halt eben beim CNC-Onkel in Auftrag geben. Und ich selber, seht ihr, 3D-Druck, üblich ja, ne? Aber CNC-Fräse ist ja nochmal etwas extremer, um das zu können. Weil wenn ich da einmal falsch reinballer mit dem falschen Fräser, dann ist es kaputt. Ne? Aber das stimmt, gebe ich dir recht. Ne? Genau, und hier ging es darum, wo ich eben erwähnt hatte, wo der Mr. Ilofix hat geschrieben, was sollen denn die einzelnen Düsen rechts und links? Wenn es in der Mitte stehst, bleibst du ja trocken. Habe ich schon geschrieben, damit dusche ich meine Muskeln, die sind noch leicht schwenkbar, also die Düsen, die Muskeln. Dann schreibt der Mr. Ilofix, Eddie Allround-Bastler, dann musst du mit der Wassermenge aufpassen, nicht, dass die Ärmel nach dem Duschen durchhängen. Genau. Und ja, die muss schon echt schon ein bisschen schwenken, die sind schon noch relativ weit außen, aber wenn ich mich so unter eine drunter stelle, da ist schon richtig Dampf dahinter. Das ist schon ganz cool. Aber da gebe ich dir recht. Aber das war nur so eine Idee, was kann man noch machen? Das hat sich so ergeben, das wäre cool gewesen, seitlich runter oder sowas. Da könnte man bestimmt einiges, hätte man da noch machen können. Oder wenn ich schon mal so ein Projekt habe, vielleicht baue ich es vielleicht irgendwann mal um. Weil damit ist die Wohnung ja auch für da, dass ich einfach mal irgendwelche Ideen, die auch von euch kommen oder die ich noch habe. Aber es sind noch so viele tausend Ideen im Hinterkopf, überhaupt mal so einen Rest der Wohnung alles noch zu machen. Da in den nächsten Jahren hoffe ich mal, dass da noch viele spannende Ideen rauskommen, die man da mit einfachen Mitteln bauen kann. Weil es gibt so eine Dusche, sowas kann man auch fertig kaufen für utopisch viel Geld von Markenherstellern oder von Sonderherstellern. Das kann man gewiss auch preisgünstig selbst bauen. Glas und Ventilchen und so Mischeinheit kostet natürlich erstmal ein paar Euros. Glas und Magnetventil kostet irgendwo 50 Euro. Aber wenn ich gucke, dass ich bei manchen Herstellern das sehe, dass da 4, 5, 8 oder manchmal 8.000 Euro so eine Rieseneinheit kostet. Klar gibt es auch preisgünstige Systeme, gibt es auch. Aber und so bin ich komplett variabel und kann mein Panel frei programmieren. Und jedenfalls, ich bin damit sehr zufrieden. Ja, vielleicht, wenn irgendjemand von euch mal so ein Projekt, irgendwas so auch mal sowas gebaut hat mit so einer Dusche, würden wir gerne mal Bilder zuschicken. Weil wir wollen immer noch mal diese Aktion mit endlich noch mal machen. Am Anfang haben wir das einmal gemacht. Auf der Homepage kann man so Sachen hochladen, meine Projekte und sowas. Müssen wir uns noch mal dran setzen, dass wir da auch in die Videos noch mal drehen. Das ist auch noch so ein Thema, was noch kommt. Aber ich habe ja den Vorwurf gemacht bekommen, oder gesagt bekommen,
Wenn die ganzen Sachen, die ich in Videos schon versprochen hätte, wenn der könnte ich noch, könnte ich noch 10 Jahre Allround-Bastler-Videos zu dem Thema drehen. Aber wir werden noch ein paar Sachen jetzt nachholen. Wie gesagt, das erste Kaufvideo gibt es ja schon mal. Da habe ich ja ewig versprochen. Das erste gibt es ja schon mal. Den ersten Kaufkurs. Ne? Sag mal so rum, nicht Video. Sind auch Videos, klar. Und da sollen noch mehr kommen. Damit habe ich schon mal gestartet und so weiter. Jetzt haben wir das Thema 3D-Druck gerade. Der Shop wird weiter aufgebaut. Es gibt eine ganze Menge neue Produkte, die wir selber gerade entwickeln. Auch Produkte. Weil ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, was es alles ist, aber Sachen, die wir schon mal geplant hatten, die verworfen hatten oder aus Zeitgründen nach hinten geschoben wurden, die werden jetzt wieder nach vorne gezogen. Aber wir haben natürlich schon die Baustellen, da müssen wir immer darauf achten, die sind natürlich auch erstmal vorrangig und da wollen wir gucken, dass wir das alles sauber hinkriegen. Ja, das waren für heute schon mal die ganzen Videos, Fragen, Beantwortungsvideos. Und habe ja gesehen, der 3D-Drucker hat munter in der Zeit mitgearbeitet. Mal gucken, demnächst können wir auch mal so Ringe drucken und sowas. Also der kann nebenbei, denke ich mal, laufen, wenn ihr nichts dagegen habt. Das ist vielleicht etwas Abwechslung. Aber mal gucken, was man da alles machen kann. Und ich überlege gerade schon mal, ob ich mal hier sowas einfach mal mitlaufen lasse. Gut, da kann ich schon lange KFAs machen bei so einer Katze. Weil er druckt natürlich sehr lange, da sind ja sehr viele Schichten. Aber mal gucken. Jedenfalls, macht schwer gut. Bis morgen zum News-Video. Ne? Ciao. Ne? Und nochmal vielen Dank für die ganzen Fragen und Kommentare. Bin ich echt sehr froh drüber. Kommentiert immer munter weiter, stellt Fragen. Ich freue mich immer darüber, wenn jemand zu dem Video was sagt und nicht, dass man da manchmal denkt, oh, das sind ja schon 1500 Aufrufe, noch kein Kommentar. Habe ich das falsch gemacht? Denk mehr dann so. Aber schon echt vielen lieben Dank. Und wenn es euch gefallen hat, macht gerne einen Daumen hoch. Und diejenigen, die nicht abonniert haben, gerne abonnieren. Kostet ja nichts. Ne? Ciao. Ne?